verstehbar? Ja. Bin ich auch ohne Mikrofon verstehbar? Nein. ganz hinten auch. Ich frage das auch deshalb, das sage ich fast glaube ich jedes Mal. Das hat mein spanischer Künstler mir klar gemacht. In Deutschland kennen wir das ziemlich gut. Das ist ein Machtinstrument, was das Sprechen von einem zu vielen organisiert. Willkommen heute Abend im Württembergischen Kunstverein. Zu dem Gespräch über die Justiz von unten, über das Buch, was jetzt frisch herausgekommen ist, in einem Kontext, der im Moment hinter verschlossenen Türen liegt, in einem Kontext auch, und so haben wir das auch vorab ein bisschen besprochen, das muss heute Abend nicht zwingend Thema sein, zu der Ausstellung Die Bestie und ist der Souverän, die unter anderem in Barcelona für erhebliche Konflikte darüber geführt hat, ob Monarchen heute noch anerkennungswürdige Souveräne sind oder nicht. Der Souverän ist jene Person, vielleicht nicht mehr in den westlichen Demokratien, aber dann, wenn sich westliche Demokratien woanders ihr anderes Gesicht zeigen, nämlich jenseits ihres Territoriums, was in der Konstruktion des Ausnahmezustands, also etwas, was oft im Recht steht, bei uns heißt es, wie ich gelernt habe, Notstandsgesetze, was oft in den Verfassungen mit aufgeschrieben worden ist, sich durch Ausrufung des Ausnahmezustands außerhalb des Rechts definieren kann. Das ist eine staatsrechtliche Theorie, die wir unter anderem einem Staatsrechtler zu verdanken haben, den wir aus der Phase des Dritten Reichs relativ gut kennen, Karl Schmitt. Die Bestie ist die Figur, die das Recht nicht kennt und sich deshalb auch nicht außerhalb des Rechts definieren muss. Aber sie ist sozusagen immer auch das Spiegelbild dieses Souveräns, der sich außerhalb des Rechts definiert. Und ich habe mir heute Abend, wir haben hier am Freitagabend gesessen und haben mit einem Verein von Griechen, die hier Programme auch organisiert haben, sehr ausführlich über die griechische Krise geredet. An dem Abend ist die Nachricht noch nicht zu uns durchgedrungen, der Attentat in Paris. Und irgendwo ist es einfach nicht vermeidbar, vielleicht so einen Tag, so einen Abend auch darüber zu beginnen, diese Ereignisse und dessen, was jetzt medial auf uns zugekommen ist, nochmal zu kommentieren. Und ich nehme unverschämterweise jetzt diese Chance, dieses Sprechen von einem zu vielen aus der Perspektive auf dieses Ereignis nochmal aufzugreifen. Wir trauern, Fragezeichen. Oder wo sollen wir zuerst anfangen zu trauern? Den Angehörigen der Attentate in Paris gehört ihre Trauer. Diese ist nicht teilbar. Außer wir projizieren auf persönlich Betroffene ein System, das mit uns verbunden ist. Dies würde aber bedeuten, dass wir auch um die Arbeiterinnen in einer Textilfabrik in Bangladesch trauern, die für unseren Zugang zu günstigen Konsumgütern gestorben sind. Ist es wirklich so einfach, das eine als Unfall und das andere als Terror zu titulieren? Grundlagen dieser Toten ist dasselbe westliche Freiheitsmotiv. Wie verteilen wir unsere Trauer zwischen all diesen Toten, staatlichen, terroristischen, wie gewinnmaximierenden Terrors? Wie bewerten wir das Töten der einen und der anderen? Gibt es überhaupt die Option, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen, ohne selbst totalitäre, verallgemeinerbare Wirklichkeitsansprüche teil zu werden? Was ist der IS für ein Phänomen? Was bedeutet die Behauptung des Äquivalents zu einem Staat? Was ereignete sich in dieser Rhetorik des Krieges der Kulturen, der seit 2001 westliche Friedensstaaten zu Kriegsstaaten transformiert? Wie unterscheiden sich die Staaten, die seit 1945 das Recht zu töten zum eigenen Vorteil externalisiert haben, von der temporären Konstruktion eines Kalifats, das in seinem Inneren und Äußeren den Terror des Tötens zur Existenzgrundlage nimmt?
Ist unser Rechtsstaat, unsere Rechtsstaatlichkeit etwas, was an unseren Grenzen endet und deren Schutz jedes Verbrechen jenseits dieser Grenzen legitimiert? Der Schock der Attentate in Paris sitzt ähnlich wie 2001 auch deshalb so tief, weil wir wieder die falschen Antworten geben. Wir auf beiden Seiten denjenigen zuspielen werden, die von der Destabilisierung der Welt hier wie dort Profit schlagen werden. Ein Bundespräsident, der von einer neuen Qualität des Krieges spricht, ist ein gefährlicher Brandstifter und ein dilettantischer oder einfach nur opportuner Vollstrecker von kleinkarierter territorialer Interessenslaster. Und er ist Handlanger der global operierenden Eliten, deren Geschäft es ist, aus den globalen Ungleichheiten Gewinne zu generieren. Unsere Freiheit konnte nicht durch eine militärische Intervention am Hindukusch verteidigt werden. Es folgt nur, was sich schon längst in den Expansionen deutscher Waffenexporte festgeschrieben war: die Festlegung auf eine Logik der militärischen Option. Wir befinden uns in einem Krieg, der von uns ausgerufen wurde und dessen Legitimation spätestens seit dem Irakkrieg auf offener Bühne durch Lügengebäude vorangetrieben wird. Es war der durch und durch konservative US-Präsident Eisenhower, der uns 1961 vor der Logik der militärisch-industriellen Komplex warnte, der heutzutage totale Realität ist. Zitat: Wir in den Institutionen der Regierung müssen uns vor dem unbefugten Einfluss, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, durch den militärisch-industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist vorhanden und wird weiterhin bestehen. Wir dürfen es nie zulassen, dass die Macht von dieser Kombination unsere Freiheit oder unsere demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts als gegeben hinnehmen. In Paris wurden Kalaschnikows getötet. Im Irak plündert der IS zunächst die Waffendepots der neuen irakischen Armee, die vollgestopft waren mit US-amerikanischen und britischen Waffen. Demnächst plündern die Taliban die Waffendepots der Bundeswehr. Und Großbritannien macht nach wie vor Waffendeals mit der Diktatur in Katar, die als Unterstützer des IS gilt. Wir hier im Westen hoffen natürlich, dass die Erfahrung einer Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Land als einer unserer größten Exportschlager demokratischer Freiheit den Kleinstaat vom Übel des Totalitarismus befreien wird. Zum Schutz des Ereignisses werden wir parallel jene Sicherheitstechnologie an den Staat verkaufen, die in der Folge wohl kaum dazu dienen wird, die Verhältnisse vor Ort zu demokratisieren. In einem Gespräch mit einem togolesischen Künstler, der in Stuttgart leben, muslimischen Glauben, stellten wir gemeinsam fest, die Welt geht schlecht. Die Frage ist, was ist zu tun? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke, Hans Christ. Was ist zu tun? Das wird uns sicher noch lange so besser. Okay. Was ist zu tun? Wird uns sicher lange beschäftigen. Hoffen wir, dass alle besonnen bleiben bzw. besonnen werden. Herzlich willkommen auch von uns hier vorne. Wir werden uns heute, Hans Christ hat es gesagt, mit einem Buch beschäftigen, Justiz von unten. Alle Achtung, dass Sie so zahlreich gekommen sind, weil eigentlich müsste man ja denken, das ist so ein Buch, Justiz von unten, Berichte aus der Blackbox, eigentlich für so einen ganz kleinen Kreis der Richterinnen und Richter, aber ich sehe, es interessiert viele Menschen und das ist auch richtig, weil diese Aufsätze, Forderungen, die Thesen in diesem Buch haben viel mit ethischen, soziologischen, philosophischen Fragen zu tun. Und das heißt, so können wir alle mitreden, auch wenn wir vielleicht der eine oder die andere hier, so wie ich, weder berufliche noch persönliche Erfahrungen mit der Justiz gemacht haben. Aber wir Stuttgarterinnen sind ja aufmerksam, nicht nur, aber auch, was das Thema Justiz betrifft. Allemal und ganz besonders, seit es das Projekt Stuttgart 21 gibt, dass wir aufmerksam begleiten.
Zu dem Abend, wir hatten uns vorgenommen, maximal bis 21 Uhr zu diskutieren und Sie sind von Anfang an eingeladen, mitzudiskutieren. Wir haben Handmikros, die wir rumgehen lassen können, also Sie können sich einmischen, Fragen stellen. Ich werde schauen, dass es ein bisschen beim Thema bleibt, ich werde schauen, dass alle zu Wort kommen. Der Tisch hat natürlich immer Vorrang und auch schauen, dass nicht zu lange und zu ausführlich gesprochen wird. Aber erstmal, bevor wir in die Diskussion einsteigen, natürlich, wer hier am Tisch sitzt. Peter Grohmann. Auch wenn wir es alle sagen, den kennen wir doch. Nein, unser unermüdlicher Aktivist, Anstifter und Bürgerrechtler. Und vielleicht doch noch mal kurz zurückschauen. Mitbegründer des Stuttgarter Club Voltaire und das im Jahre 1964. Da wart ihr noch gar nicht auf der Welt. Richtig. Ja. Er hat in den 60er Jahren die ersten Ostermärsche der Atomwaffengegner mitorganisiert. 1961 hat er seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer bekommen. Zweimal ist er vor dem Prüfungsausschuss durchgefallen. Und er war damit einer der ersten Zivildienstleister in Baden-Württemberg. Allerdings wurde er damals zur Kinderbetreuung nicht zugelassen, habe ich gelesen, damit die Kinder nicht von eurem aufmüpfigen Gedankengut angesteckt werden. Ihr wurdet, oder du wurdest in eine Gärtnerei, ihr hattet Jugenderholungsstätte in Nordalb gesteckt. Da hast du das Grün gepflegt und konntest nichts anrichten. Außerdem war er Mitbegründer der Plakatgruppe, das ist eine außergewerkschaftliche Arbeitnehmervertretung um Willy Hoss. Viele erinnern sich. Er ist Mitbegründer des Stuttgarter Theaterhauses und Mitbegründer des Stuttgarter Bürgerprojekts, die Anstifter. Er ist die Anstifter, die jährlich den Stuttgarter Friedenspreis vergeben. Ein Bürger unserer Stadt, der seine Bürgerrechte und Pflichten wahrnimmt und engagiert und vertritt. Daneben. Ich hoffe, das wird veröffentlicht. Ich habe das Druck fertig und kann es nachweisen. Roland Kugler. Er ist seit 1979 selbstständiger Rechtsanwalt, auf dem Gebiet Verwaltungsrecht tätig. Sein Standbein, hat er mir gesagt, ist das Ausländerrecht. Und zu dem Thema engagiert er sich auch ehrenamtlich als Vorsitzender im Verein für Ausländer- und Asylrecht in Stuttgart. Der Kommunalpolitik war er und ist er immer noch verbunden. Er war immerhin 22 Jahre im Stuttgarter Gemeinderat für Bündnis 90 Die Grünen von 1984 bis 2009 mit einer satzungsbedingten Rotationspause 1989 bis 1994, wir erinnern uns, das gab es damals noch bei den Grünen. Er engagiert sich zu umwelt- und verwaltungsrechtlichen Fragen und tritt als Anwalt für die Durchsetzung von Bürgerrechten ein. Zum Beispiel ist er seit 10 Jahren gerichtlich für gute Luft gegen den Feinstaub in unserer Stadt engagiert. Er hilft den Demonstranten zum Beispiel gegen Stuttgart 21 zu ihrem Versammlungsrecht. Er ist Verteidiger von Gangolf Stoffer, ich glaube schon ziemlich lang, dem eine Vernachlässigung seiner Pflichten als Versammlungsleiter vorgeworfen wird. Er ist Autor vieler Fachpublikationen. Er hat auch einen Roman mit Stuttgarter Lokalkolorit geschrieben. Der Filderpate, ein Stuttgarter Sittengemälde, herausgegeben von Peter Grohmann, das muss ich immer kurz sagen, und liegt hinten am Büchertisch aus. Und last but least, er arbeitet auch als Strafverteidiger. Das wird uns vielleicht nachher bei dem einen oder anderen Thema fragen, seine Erfahrung hilfreich sein. Jetzt kommt Christoph Strecker, der Autor dieses Buches, somit ja die Hauptperson heute. Er hat Germanistik und Romanistik, Ethnologie und Soziologie studiert, entschied sich aber dann für das Studium der Rechtswissenschaft.
Sein berufliches Leben begann er als Rechtsanwalt in Heidelberg in den heißen Jahren 1968 bis 1971. Er war beteiligt an dem Verfahren der Studentenproteste, was ihm unter anderem die Erfahrung einbrachte, manchmal zumindest von den zu verteidigenden Studenten als liberaler Scheißer genannt zu werden, während ihn die Gerichte als roten Anwalt sahen. Ab 1971 ist er dann Richter in Stuttgart, von 1977 bis 2002 Familienrichter und nach seiner Pensionierung ist er seit 2002 Mediator in Familien-, Trennungs- und Scheidungskonflikten. Außerdem wurde bei ihm, ebenso wie bei Peter Broman, noch die Berufsbezeichnung Gründer passen. In den 70er Jahren ist er Mitinitiator, Gründer des Richterratschlags. Er ist Mitbegründer der neuen Richtervereinigung, die daraus hervorgegangen ist. Mitbegründer der Vereinigung Europäische Richter für Demokratie und Grundrechte. 1965 dann Mitbegründer und Redakteur der Zeitschrift Betrifft Justiz. Ein Blatt, das den Menschen unter der Probe sichtbar macht, so schrieb Günter Lamprecht in der Süddeutschen Zeitung. Christoph Strecker ist Mitorganisator internationaler Veranstaltungen, hält zahlreiche Vorträge im In- und Ausland, dort meist in der Landessprache, denn er spricht und schreibt, beneidenswert, fließend Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und ein bisschen Russisch und Portugiesisch und das andere lassen wir unter den Tisch fallen. Und Deutsch. Und, man kann sich fast denken, er arbeitet mit im unabhängigen Arbeitskreis Juristen zu Stuttgart 21. Ich zitiere Hans-Ernst Böttcher in Verdikt. In der Wolle antihierarchisch gefärbt, der den aufrechten Gang liebt und pflegt. Christoph Strecker. So, bevor wir dann wirklich in die Diskussion gehen, noch mal kurz auf das Buch Justiz von unten, Berichte, Kritik und Denkanstöße. Das beinhaltet Aufsätze, die Christoph Strecker in den vergangenen 30 Jahren veröffentlicht hat. Und ich möchte zwei kurz zitieren, Ausschnitte aus Besprechungen in zwei verschiedenen Zeitungen. Roland Lamprecht in der Süddeutschen Zeitung schreibt: Richter gehören zu den Privilegierten dieser Republik. Was hinter den Kulissen passiert, kann seriös nur einer erzählen, der dazugehört. Und Christian Bombarius in der Frankfurter Rundschau schrieb zu dem Buch: Die Nachrichten Streckers über die richterliche Lebenswelt dürften nur wenigen seiner Zunftkollegen gefallen. Er beschreibt ein System von Hierarchie und Karriere, in dem erhöhte Anpassungsbereitschaft Voraussetzung ist für verbesserte Beförderungschancen und die Effizienz der Fallerledigung sich eher in der guten Benotung durch den Vorsitzenden Richter niederschlägt, als ein offener, einfühlsamer Umgang mit Prozessparteien. Ich frage jetzt mal die beiden Nicht-Autoren von dem Buch. Was sagt ihr denn? Was ist denn das für ein Buch? Das auch überlegt, ist es ein Handbuch oder ist es eine Anleitung? Wofür und was? Ist es eine Polemik oder ist es J'accuse? Wer fängt an? Der Fachmann. Ja. Wir haben es ja hier mit einer zunächst etwas sperrigen Materie zu tun. Wir kennen alle noch aus unserem Gemeinschaftskundeunterricht in der Staatstheorie, es gibt die drei Gewalten, Legislative, Exekutive und dann die rechtsprechende Gewalt. Wir kennen aus dem Fernsehen, kennen wir die Legislative, gelegentlich wird er weniger übertragen in der Zwischenzeit, die Bundestagssitzungen, aber wir haben es noch so ein bisschen abgespeichert. Wir kennen natürlich die Exekutive, die tritt uns ja in den Medien, tritt die uns ständig gegenüber, ist die agierende Staatsgewalt und ein Schattendasein, aber nicht nach der Vorstellung der Verfassung, aber in den Medien ist die Justiz. Üblicherweise wird sie mit der Strafjustiz in Verbindung gebracht, du hast ja schon angesprochen. Wir haben es aber mit einer Vielzahl von Rechtsgebieten zu tun,
die tatsächlich ein Schattendasein betreffen. Wir wissen als Bürger, und da nehme ich jetzt mich nicht aus, weil ich bin ja Teil dieses Systems als Rechtsanwalt, da agiere ich vor Gericht, aber ich bin sozusagen auch nur Gast bei diesen Gerichtsverhandlungen. Ich bringe meine Argumente vor und nehme das Urteil mit nach Hause, mit dem ich manchmal zufrieden bin und sehr oft auch nicht zufrieden bin. Aber wie es dann zu diesem Urteil kommt, das sind Themen, die hier in diesem Buch behandelt werden. Also wie arbeitet die dritte Gewalt? Das Buch versucht es in verschiedenen Aufsätzen transparent zu machen. Wie arbeitet die dritte Gewalt? Und wie ist das Selbstverständnis der dritten Gewalt? Wie agieren Richter? Wie sehen sie sich in dieser Machtbalance? Wie sehen sie sich hier? Und für mich jetzt als Juristen natürlich sehr spannend. Aber wir haben ja heute diese Diskussion hier auch angesprochen, um das ein bisschen runterzubrechen für die Nicht-Juristen, um es verständlicher zu machen. Genau. Und deswegen will ich jetzt hier auch nicht mit hohem juristischen Wortschatz hier eingreifen, sondern das nur mal so kurz umreißen, was in diesem Buch geschildert wird. Gut, jetzt der Laie. Zunächst muss ich sagen, heute Abend auch, ich bin gegen jede Gewalt. Das gilt auch für heute für hier. Gewalt ist immer etwas, die dritte oder die erste. Aber das Problem ist, dass wir uns als Betroffene einmal und einmal als Kläger sehen in der Auseinandersetzung mit der Justiz. Und eigentlich immer... Er braucht gar keine Gewalt. Hast du mich nicht gehört? Ja. Dass wir uns in Auseinandersetzung mit der Justiz befinden, einmal als Kläger, als Klagender, jetzt aktuell gegen das Land Baden-Württemberg, aber sehr viel häufiger eben auch als Angeklagter, als jemand, der da sitzt. Und dieses Zweite ist eigentlich immer eine schlechte Rolle. Entweder hapert es an der Verteidigung, an der eigenen, oder man ist wirklich in irgendeiner Weise, hat man sich am Staat versucht, an dieser anderen Gewalt. Und ist irgendwo in etwas neigetappt, was man hätte nicht sollen. Wir haben uns vorhin unterhalten, deswegen nehme ich das Argument, weil ich es auch im Internet gefunden habe, vorweg, was Tucholsky gesagt hat. Er sei ein Freund der Klassenjustiz. Es käme nur darauf an, welche Klasse. Das ist eigentlich, wir sind, was die Justiz angeht, finde ich jedenfalls, sehr, sehr lange auf der Seite der Verlierer gewesen. Man fragt sich manchmal dann, weil man im Laufe dieser Zeit das Vertrauen verliert. Das Vertrauen in den Rechtsstaat, das Vertrauen in die Anwälte, das Vertrauen in die, nicht in alle. Das macht einen in gewisser Weise in der Auseinandersetzung heute etwas hoffnungslos. Und umso eher ist dann dieses Buch, das ein bisschen gestattet, hinter den Rücken der Richter zu schauen. Was geht da wirklich vor? Und kann man solche Prozesse, die da sich abspielen, in den Köpfen der Justizleute, kann man die möglicherweise beeinflussen? Gut, beeinflussen kommen wir später. Genau. Christoph, die frage ich natürlich nicht, was das für ein Buch ist. Mikro. Ich frage Christoph nicht, was das für ein Buch ist. Sondern komm noch mal zurück, du wirst zitiert, so beschrieben, aufrecht, antihierarchisch, Kämpfe für eine demokratische und transparente Justiz. War das von Anfang an, schon während dem Studium oder Berufsbeginn, so dein Bestreben, transparent, gegen Hierarchien? In deinem Buch habe ich fast ein Schlüsselerlebnis gelesen, als junger Anwalt 1968 in Heidelberg. Dieses Erlebnis hat, so denke ich, dein Vertrauen in die Justiz ziemlich beschädigt. Wurde damit auch dein weiteres Handeln nachhaltig beeinflusst oder gab es andere Anlässe oder warst du von vornherein so? Bist du so geboren worden? Also weitere Anlässe gab es natürlich in Massen. Ich kann jetzt nicht alle Weichenstellungen in meinem Leben rekonstruieren. Aber eine Wahrnehmung aus der Zeit davor war eine Äußerung meines Vaters, als ich vom Philologiestudium zur Juristerei umsattelte. Da sagte der, das ist gut,
wir brauchen Leute, die denen da oben auf die Finger schauen. Das war also eine frühe Billigung dieser Sichtweise von unten. Dann aber war also dieses Erlebnis, dass mir der Richter nach, ich weiß nicht, 10 Stunden oder was, Zeugenvernehmungen, die Studenten eingesperrt hat, die er alle hätte rauslassen müssen, das war schon ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich plötzlich gemerkt, hoppla, also ich war ja frisch gerade aus der Rechtsstaatsschmiede der Ausbildung erst gekommen. Hoppla, maßgeblich ist ja nicht, wer Recht hat, sondern wer unterschreibt. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich sei nie auf den Gedanken gekommen, Richter zu sein. Aber gesagt, schlimmer als die bist du ja auch nicht. Und dann habe ich mich beim Justizministerium beworben. Gut. Dieses Buch, also mir ging es so, als ich diese Aufsätze gelesen habe, für mich hat sich ein roter Faden gezeigt durch das ganze Buch, und das ist die Frage der Unabhängigkeit der deutschen Richter. Christoph Sprecker schreibt, Richter in Deutschland sind unabhängig, aber es gibt dennoch Belohnung und Sanktionen. Er sieht die richterliche Unabhängigkeit von innen und außen bedroht. Jetzt frage ich mal an den Tisch, aber ich gebe das jetzt auch an Sie weiter. Wie unabhängig, wie abhängig, wie weisungsgebunden, Fragezeichen, sind denn die deutschen Richter? Mal abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich immer Richter unabhängig sehen, wenn sie in unserem Sinne entscheiden, so wie hoffentlich das Verwaltungsgericht am kommenden Mittwoch in der Sache Schwarzer Donnerstag. Aber davon jetzt mal abgesehen, wie unabhängig, abhängig sind sie, weisungsgebunden sind die deutschen Richter. Was meint der Tisch? Was meinen Sie? Wir fangen am Tisch an. Und ich schaue mal, ob jemand von Ihnen was sagen will, dann kommt das Mikro. Richter sind formal unabhängig. Es gibt formal für die Richter keine Weisungen. Die Frage ist, inwieweit sind Abhängigkeiten, inwieweit beeinflussen die dann doch richterliches Handeln? Abhängigkeiten, die, jetzt schiebe ich noch einen Satz ein, ich erfahre manchmal im Gespräch mit Mandanten, dass Mandanten mir sagen, naja, da kriegt doch der sicher eine Weisung von oben, von seinem Präsidenten, was er zu tun hat. Dann bin ich der Verteidiger, der Richter, und sage, nee, das gibt es mit Sicherheit nicht, stellen Sie sich das nicht so einfach vor. Die Abhängigkeit der Richter, die läuft anders, die läuft über Richterfortbildungen, die läuft über die Möglichkeit, Karriere zu machen oder auch nicht Karriere zu machen, über Beurteilungen. Die läuft in der Regel, oder nach meinem Dafürhalten, läuft die nicht geradlinig von außen. Aber um ein kleines Beispiel zu geben, ich habe mir hier 2 Zitatzettel mitgenommen und ein Zitat, und jetzt werden wir auch gleich einmal schon praktisch aus meinem Bereich raus, aus dem Bereich der Abschiebungshaft. Bisher war es in der Vergangenheit so gewesen, dass über die Abschiebungshaft hat ein Amtsrichter, Amtsrichterin, also wenn ich die männliche Form gebrauche, ist die weibliche automatisch mit dabei, hat ein Amtsrichter entschieden, das war in der Regel ein Familienrichter, ich glaube, du hast das früher in der Vergangenheit auch oft gemacht, weil das Ganze nichts mit Strafhaft, mit Untersuchungshaft zu tun hat. Es gab eine Beschwerde zum Oberlandesgericht und in den verschiedenen Oberlandesgerichtsbezirken hatten sich da so Haftgründe festgesetzt, da musste man gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Jetzt hat der Gesetzgeber vor einigen Jahren das verändert. Die letzte Instanz ist der Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof, da fand ich jetzt einen ganz interessanten Aufsatz und dann bin ich auch schon fertig. Da schreibt der Verfassungsrichter Schmidt-Rentsch im letzten Jahr, schreibt, Entscheidungen der Amtsgerichte in Freiheitsentziehungssachen, also das sind genau diese Fragen der Abschiebungshaft, haben sich jedenfalls bisher bei der Prüfung durch den Bundesgerichtshof in einem bemerkenswert hohen Umfang, und jetzt muss man aufhorchen, geschätzt 85-90% als rechtswidrig erwiesen. Das ist, hätte ich das jetzt heute Abend als Zitat gebracht, hätte jeder gesagt, Polemik, die heute Abend hier geboten wird.
das ist ein Verfassungsrichter, der das festgestellt hat. Wie kann das jetzt passieren? Das sind jetzt die interessanten Fragen. Ich meine, das passiert und er bietet auch gleich eine Idee dahinter, wie kann denn das passieren? Durch den Bundesgerichtshof ist die bisher festgefahrene Rechtsprechung über Jahrzehnte, so macht man das, und das haben wir schon immer so gemacht, die ist aufgebrochen worden. Das heißt, jetzt müssen die Richter sich selbst Gedanken machen, und das ist nicht unbedingt das, was sie gelernt haben in ihrer Ausbildung, sondern da nehme ich mich nicht aus. Wir haben gelernt, Gesetze auszulegen, zu interpretieren, aber nicht uns selbst Gedanken zu machen. Und die stehen jetzt ratlos da. Die stehen jetzt ratlos da, weil der Bundesgerichtshof hebt ständig fehlerhafte Entscheidungen auf, schafft aber kein neues Gesetzeswerk, mit dem man sagen kann, so müsst ihr es in Zukunft machen. Das führt zu einer großen Unsicherheit, weil die Richter das nicht gewohnt sind. Keine Abhängigkeit durch Weisungen, sondern eine gewisse Verzweiflung, weil sie in ihrer Ausbildung hier allein gelassen wurden. Wie kann man denn lernen, das Denken lernen, das selbstständige Denken lernen? Wie könnte das in der Ausbildung aussehen? Was fehlt? Was hat dir gefehlt in der Ausbildung? Wir lernen einen gegebenen Fall, lernen wir zu lösen. Das heißt, da steht der Sachverhalt und wir müssen subsumieren, das ist die Tätigkeit des Juristen, also wir müssen den Lebenssachverhalt müssen wir versuchen, unter die juristische Norm unterzuordnen. Der Anfängerfehler, das würde jeder hier im Saal machen, soweit er nicht Jurist ist, der würde sagen, den Fall lösen wir doch so oder so, also mit gesundem Menschenverstand. Das ist natürlich falsch, wenn Sie das juristisch machen, weil juristisch müssen Sie den gegebenen Sachverhalt als gegeben, müssen Sie den so annehmen und müssen den dann versuchen zu lösen. Und da hapert es dann bei den Justizentscheidungen, weil Sie nur mit diesem gegebenen Sachverhalt arbeiten können. Ja, Peter. Was ich interessant finde, unabhängig jetzt von den Fragen der Abhängigkeit, es gibt ja noch eine andere Art von Abhängigkeit, nämlich die herrschende Meinung, das, was wir als Bewusstsein bezeichnen. Also das Bewusstsein der Mehrzahl der Menschen ist ja bei den Richtern auch nicht anders. Sich anzupassen oder klein beizugeben oder wenig Zivilcourage zu haben oder nicht anecken zu wollen, also was das Fortkommen angeht. Bei dem Verfahren jetzt, wo wir Kläger waren, ich unter anderem auch vom Verwaltungsgericht, war für mich das Bemerkenswerteste, wie weit die Richterbank sozusagen von der Realität entfernt ist. Es ging um den Tatbestand der Demonstration, des Einsatzes von Wasserwerfern und so weiter und so weiter. Das kennen Sie alle. Und ich hatte den Eindruck, dass sich keiner, auch nicht der Vorsitzende Richter, der so hoffen wir oder so sieht es aus, voll uns Recht geben wird, aber dass keiner der Leute jemals auf einer Demonstration war. Jemals je mittendrin. Und das sind Menschen, die ein Leben lang darüber urteilen. Es ist also keiner also wirklich weltfremd und darauf angewiesen sind, was wir als Kläger oder die Verteidiger, welcher Rolle auch immer, sagen. Und das fand ich das Bemerkenswerteste, diese Weltfremdheit und die Abwesenheit von Realität. Zwar wir müssen es jetzt nicht auswählen, aber das hat mich dann schon sehr gewundert und verblüfft. Und wenn diese 85% dazukommen, dann verbessert das unser Bild von der Justiz natürlich nicht. Es kommt noch was Drittes hinzu, was wir vielleicht auch nochmal mit eindenken sollten, das ist die Frage des Geldes. Wo leistet sich jetzt, in Anführung, die kleine Frau, der kleine Mann, seinen Anwalt? Was kostet das? Wo wird er zur Kasse gebeten, was sind die Streitwerte und so weiter, wo man etwas wagen kann. Wir haben jetzt ganz aktuelle Auseinandersetzungen, wo wir eben gesagt haben, das machen wir nicht, das können wir uns gar nicht leisten, aus geldlichen Gründen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt der Frage nach Gerechtigkeit. Ich möchte mal bei dem Beispiel von Roland anknüpfen, das nämlich wirklich hervorragend ist, das Beispiel der Abschiebehaft, an dem kann man 1000 Sachen exemplifizieren. Das geht damit los mit dem Problem, wenn eine Rechtsmaterie komplex ist und Denken erfordert. Und das ist beim
Rechte abschiebehaft so, wenn man das durchdekliniert. Da kommen also x verschiedene Sätze, das Ausländerrecht, das Freiheitsentziehungsgesetz, dann wird irgendwo auf die Strafprozessordnung verwiesen. Es ist jetzt so lange her, dass ich es nicht mehr präsent habe. Jedenfalls eine Fülle von verschiedenen Gesetzeswerken, die ineinander greifen und die man beherrschen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, eine richtige Entscheidung zu treffen. Das ist uns im Amtsgericht überhaupt nicht als Wissen irgendwo mal präsentiert worden, sondern man musste sich da durchdenken und durchkämpfen. Die einfachste Möglichkeit, sich durch etwas durchzukämpfen, ist, das so zu machen, wie es immer gemacht wird, das heißt, die Anträge unterschreiben. Das hat verschiedene Aspekte, auf die ich noch komme. Die Sensibilität ist einigen Kollegen und mir damals eigentlich durch so die Albtraumvorstellung gekommen, wir könnten ja mal richtig was Falsches entscheiden. Und unsere Schlüsselvorstellung war der Deserteur. Der Deserteur, den wir zwingen, in einen Krieg zu ziehen. Wir hatten also in der Türkei, mein Albtraum war, ich habe einen türkischen Deserteur, der sich weigert, Kurdenstädte abzubrennen. Was soll ich machen? Soll ich den jetzt, der kriegt hier kein politisches Asyl, also muss ich die Ausweisung vollziehen, indem ich ihn einsperre. Das war für mich, und Freunde, wir waren eine Gruppe, für etliche von uns eine Albtraumvorstellung. Wir haben gesagt, wir müssen uns schlau machen, dass wir zumindest in der Lage sind, das Recht anzuwenden. Und haben dann mehrere Wochen lang, oder Monate, uns in die Materie abschiebehaft hineingearbeitet und dabei eben diese Fülle von Rechtsmaterien entdeckt. Das impliziert jetzt zugleich jeder einzelne Fall, den man erstens vorbereitet, zweitens verhandelt, nimmt weit mehr Zeit in Anspruch, als dafür vorgesehen. Diese Zeit, die in Beanspruch wird, hat mehrere Aspekte. Der eine ist zunächst mal der menschenfreundliche, gewerkschaftliche. Da ist jetzt am Nachmittag, da ist der Justizwachtmeister, die Schreibkraft und so weiter. Die haben ja alle ein Recht auf ihren Feierabend. Und ich sitze da und höre Leute an und diskutiere und mache rum und die wollen doch in ihren Feierabend. Da habe ich also mein Gewerkschaftlerherz, das sagt, du musst den Fall doch fertig kriegen. Dann kommt aber auch wieder die rechtsstaatliche Sichtweise, die sagt, das darf mir so nicht passieren. Dann kommt aber der nächste Aspekt. Irgendwie musst du mit den Sachen ja mal fertig werden, denn das sind auch Mengenprobleme. Und selbst wenn ich jetzt nicht an den Wachtmeister denke, es bleibt Zeit auf der Strecke. Das wird ein wichtiger Aspekt sein für ein Erlebnis, das ich dann hatte. Wir haben also ein Prüfungsschema abschiebehaft erarbeitet. Das bestand aus x Seiten und Textbausteinen, lauter Einzelfragen, die man abchecken konnte. Und da war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass alle Fragen in diesem Abschiebehaftbefehl positiv zu beantworten waren. Die Chance war sehr groß, dass man dann den Deserteur, der kein Asyl kriegte, über eine formale Wendung doch zumindest vor der Abschiebehaft bewahren konnte. Als wir das dann durch hatten, bin ich damit rumgezogen, bei Kollegen an unserem Gericht, auch an anderen, die haben gesagt, Leute, da sind wir auf Sachen. Da wurde mir meistens dann erwidert, wir sehen keinen Anlass von unserer bisherigen Praxis abzuweichen. Das hätte natürlich auch bedeutet, und das bedeutet wieder zwei gesagt, das bedeutet erstens, wer von der bisherigen Praxis abwich, hatte zugleich damit mehr Arbeit in Zukunft vor sich und begab sich plötzlich auf die Seite der Stänkerer. In dem Moment, wo ich jetzt herkomme und sage, ich glaube, wie wir es machen, ist falsch, man muss anders machen, bin ich ja der wandelnde Vorwurf für den Rest der Justiz, dass die es nicht richtig machen. Und woher nehme ich jetzt die Dreistigkeit zu behaupten, dass ausgerechnet ich und 2, 3, 4, 5 Freunde, dass wir schlauer und gerechter sein als der Rest der Welt? Das ist also ein Aspekt der grundsätzlichen, einer der grundsätzlichen Aspekte. Deshalb verwundert das nachher gar nicht, solche Fehlerquoten, wenn das Verfassungsgericht wirklich sich die Sachen mal aus der Nähe anguckt. Aber das klingt ja eigentlich fast hoffnungslos. Nein. Nein, überhaupt nicht. Wo ist die Hoffnung? Also, Roland Kuhler sagt, wir bekommen das gar nicht beigebracht. Ja, jetzt komme ich wieder. Meine Hoffnung besteht darin, dass mehr Leute sich aufwachen. Ich meine, ich war ja nicht allein. Wir waren ja hier. Aus der ersten Zeit sitzt hier vorne Klaus Bär.
sitzt da drüben Fritz Endemann. Ich habe ja nicht allein angefangen zu denken, sondern es ist ja in Zusammenhängen, in sozialen Zusammenhängen, mit Freunden zusammen entstanden. Die, sagen wir, die grundsätzliche Einstellung, jetzt bin ich auch wieder bei meinem Büchle, Justiz von unten, die grundsätzliche Einstellung, dass man erstmal wahrnimmt, die Justiz als solche ist einerseits was Bedrohliches, aus gutem Grund wird sie so wahrgenommen. Andererseits, Justiz, alle Entscheidungen, alle Urteile ergehen im Namen des Volkes. Ja, wenn man das sich irgendwie bildlich vorstellt, dann ist eben die Justiz oben und das Volk unten. Und da muss man sich eben ein bisschen wieder mal darauf besinnen, dass man eigentlich für das Volk seine Justiz macht. Dann sind wir wieder vorne bei Peter Grohmann, bei seinem, die Gewaltlichkeit kann da viel mehr ein, das Zitat von Bert Brecht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin? Und das ist im Grunde, diese Freiheit haben ja alle von uns. Und heutzutage haben wir immerhin eine pluralistische Justiz. Es ist nicht mehr so eine ganz so stromlinienförmig, nicht mehr ganz so ein Untertanensystem, wie man es im Roman vom Heinrich Mann, der Untertan, geschickt. Gut, da ist nicht die Justiz, aber da ist die Struktur dargestellt. Die Justiz ist heute pluraler. Es gibt Leute, etwa der Dieter Deiseroth, jüngst pensioniert Richter am Bundesverwaltungsgericht, hat durchgebracht, dass ein Verweigerer des Raketeneinsatzes im Irakkrieg das als Gewissensentscheidung anerkannt bekam und sein Disziplinarverfahren aufgehoben wurde. Das passiert bis hoch ins Bundesverwaltungsgericht. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass Denken anstecken könnte. Deswegen, das ist auch einer der Gründe für dieses Buch. Ich habe eigentlich zwei Aspekte. Der eine ist, dass vielleicht in der Justiz der eine Kollege, die andere junge Kollegin denkt, boah, da kann ich was mit anfangen und man damit ein bisschen was anrichtet. Und der andere Aspekt ist, dass die Leute, das Volk, in dessen Namen wir hier das alles anrichten, sich mehr einmischt in die Justiz. Wenn ich dann denke, als Familienrichter, da bin ich eingeladen worden zu Väteraufbruch für Kinder oder zu X-Organisationen jedenfalls. Und die haben mich befragt und ich habe referiert und habe aus deren Fragen oft Argumente bezogen, die ich nachher in meiner beruflichen Praxis irgendwie auch umgesetzt habe. Und im Prinzip, niemand ist gehindert, die Richterinnen und Richter sich vorzuknüpfen, um von ihnen Rechenschaft zu verlangen. Und eigentlich darf niemand, der in einem Richteramt ist, einfach sagen, das ist so. Wenn er gefragt wird von irgendwem von euch, warum habt ihr so entschieden? Ja, das ist so. Entweder er oder die Richterin kann umgangssprachlich erläutern, dass das so in Ordnung ist. Dann leuchtet es den Leuten ja vielleicht auch ein. Der Staat muss ja nicht nur Unrecht produzieren. Es gibt ja auch eine ganze Menge Sachen, die in Ordnung sind. Aber wenn ein Richter oder eine Richterin umgangssprachlich nicht erläutern kann, dass etwas in Ordnung ist, dann ist es vermutlich auch nicht in Ordnung. Und dann müssen wir Richtermenschen wieder anfangen. Und dafür ist die ganze Menschheit, dafür ist das Volk, in dessen Namen wir hier die Sachen produzieren, da und dazu ist es befugt und dazu will ich es aufrufen, dass, ob das die Friedensbewegung ist, ob das die Öko-Leute sind, ob das die Stuttgart 21-Leute ist, dass man sich die Richter irgendwie, wo man sie zu fassen kriegt, vorknüpft und mit ihnen die Diskussion anfängt und von ihnen Rechenschaft verlangt. Und dann sollen sie ihre Argumente darlegen. Und dieser Zwang, denke ich, der fördert die Bereitschaft zum Denken. Und da bin ich nicht von vornherein total pessimistisch. Ich bin auch nicht optimistisch. Deswegen kämpfen wir ja. Der Peter auf seine Weise, der Roland auf seine Weise und ich auf meine Weise. Petra. Ja, und die Petra sowieso. Ich kenne dich hier wieder. Du hast mehrfach genickt und so. Ich glaube, da gibt es keinen Widerspruch, aber ich rege noch mal zur Mitdiskussion an. Sehe keine Hand. Roland, du hattest keine Meldung. Nein. Da hinten? Doch. Ah. Etwas, was ich mehr philosophisch betrachten würde, also die Frage der Auslegung, der Interpretation. Da sehe ich, es kommt nicht immer aus der Kultur oder so, aber ob ich eine Bibelstelle auslege oder ein Gedicht von Heinrich Heine oder ein Recht, das ist, glaube ich, etwas, was immer in Bewegung bleiben sollte.
Da gibt es ein Urteil und das ist anfechtbar und das ist etwas, was, wie gesagt, und so verstehe ich Demokratie und das macht es auch spannend. Dann gibt es, glaube ich, einen großen Unterschied auch zwischen was ist wahr und was ist gerecht. Ich glaube, da kann man auch ganz lange diskutieren. Aber dann gibt es einen ganzen Bereich unserer Institutionen, die haben mit Machtstrukturen, mit Geld, mit Hierarchien zu tun. Ja, und da ist die Frage, wie man mit denen umgeht. Ja? Also da, wo es nicht mehr um diese philosophischen Fragen geht, sondern wo man ganz konkret sagen kann, da werden Karrieren aufgebaut, da werden Rechte gesprochen, weil Leute sich etwas versprechen in ihren Karrieredingern und so, Karrierewegen. Das sind, glaube ich, nochmal, also da müsste man vielleicht unterscheiden zwischen den beiden Bereichen. Also zunächst mal, das Philosophische ist konkret und das Konkrete hat immer auch eine philosophische Dimension. Und das müssen wir uns immer wieder, also ist mir zumindest immer wieder so aufgestoßen, dass ich plötzlich bei irgendwelchen Fragen, und zwar sowohl als Strafrichter als auch im Familienrecht, irgendwo auf Abwägungsprobleme stoße. Ja, wie ist es denn in Ordnung? Ich könnte ein ganzes Exposé, das tue ich jetzt aber nicht, halt allein darüber, wo im Familienrecht jeweils Weichen gestellt werden, durch die argumentative Anknüpfung. Ob ich einfach an irgendeinem formalen Kriterium anknüpfe und sage, so ist das, und dann deduziere ich, oder ob ich mir die Sinnfrage stelle, überlege, in welchem Zusammenhang steht das denn? Für etwa die Chancenverteilung zwischen Männlein und Weiblein im Familienrecht. Wenn ich mich so ein bisschen gedanklich erhebe auf eine abstraktere Ebene von Gleichheit, Gerechtigkeit und daraus dann Gesichtspunkte beziehe für die Auslegung einer konkreten Vorschrift, dann könnte ich etliche Beispiele zeigen, wo man dann zu anderen Ergebnissen kommt als die heute oder damals herrschende Rechtsprechung. Und ich habe selber erlebt, das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Das sind denn manche Feierabende und manche Wochenenden bleiben auf der Strecke. Aber ich habe es erlebt, dass ich selber bei familienrechtlichen Themen mit dieser Bemühung irgendein Problem aufgegriffen, aufbereitet habe, habe gegen den Strichbürsten entschieden, habe die Entscheidung in Fachzeitschriften veröffentlicht und später mit Freude erlebt, dass der Bundesgerichtshof sich dieser Meinung anschloss. Gehen tut er schon. Das sind jeweils dann, das hat direkt was mit der Philosophie zu tun, insofern als man eben aus der konkreten Anwendung zunächst mal sich gedanklich etwas erhebt in den Bereich der allgemeineren Gesichtspunkte aus denen und Wertungen, aus denen man dann Kriterien für die Rechtsanwendung gewinnt. Moment, das mit der Karriere. Das kann natürlich sein, dass jemand, der in seinen Entscheidungen, in seinem ganzen Entscheidungsverhalten der Obrigkeit, sprich dem Justizministerium, wohlgefällig ist, eher die Chance bekommt, Vorsitzender, Richter, Präsident oder irgend sowas zu werden. Aber erstens, auch so eine Bösartigkeit eines Systems ist nicht perfekt. Systeme sind auch nicht perfekt bösartig. Das geht damit los. Sie brauchen auch ihren Alibi-Linken. Ich habe eine ganze Zeit lang Diskussionen gehabt mit dem Oberlandesgericht. Ja, Herr Strecker, wollen Sie mich auch ans Oberlandesgericht? Und das hat ihm gar nicht gefallen, dass ich sagte, nö, ich bleibe lieber Amtsgericht. Das hat den mehr gestört als mich. Gut, dann geht es weiter. Die Justiz insgesamt ist pluralistischer geworden, als sie früher mal war. Heute ist auch eine Obrigkeit, die eigentlich relativ freiheitlicher Bestrebung relativ unverdächtig ist, gelegentlich auf tüchtige Leute angewiesen, die sie vielleicht plötzlich mehr im linken Spektrum oder bei den Querdenkern findet. Das also, und so geht es durch, könnte man also durchdeklinieren. Es gibt also eine Menge Aspekte, die jedenfalls es nicht gerechtfertigt erscheinen lassen, einfach zu sagen, das System ist perfekt, befördert die einen und benachteiligt die anderen. Und selbst wenn es das wäre, dann bliebe noch die Frage, wie schlimm ist das denn, wenn ich keine Karriere mache? Es gibt Lehrer, Studienräte, die werden doch auch nicht alle Oberstudienrat, Oberstudiendirektor, Schulleiter und was weiß ich was, sondern die sind halt Lehrer. Und wenn sie das gut machen, beziehen sie Befriedigung aus dem Lächeln der Kinder und aus dem Dank der Mütter, die irgendwann die Kinder von der Schule abholen. Und so geht es gerade weiter. Unser Lebensniveau als Richter im Eingangsamt
ist jedenfalls weit höher als das des größten Teils der Leute, über deren Schicksal wir entscheiden. So bei Strafsachen, wenn da mal schnell 20 Tagessätze verhängt werden. Ja, Mann, jemand, der 1500 Euro im Monat verdient, 20 Tagessätze, 1000 muss er da abdrücken haben. Der merkt das anders als einer, der 3000 Euro verdient. Oder je nachdem, degressiv. Natürlich macht sich das weniger bemerkbar. Dann geht es weiter, wenn wir Unterhaltsprozesse haben. Wenn ich Unterhaltsprozesse hatte als Familienrichter, die Leute, die hatten Einkünfte zwischen 1500, 2000, 2500, vielleicht auch mal 3000. Und da hat man sich dann Gedanken darüber gemacht, wie da denn, was denn für eine gerechte Verteilung sei zwischen erste Frau, zweite Frau, Kinder und was nicht, also Eigenbedarf und berufsbedingter Mehrbedarf. Das alles in dieser kleinen Quetschphase von Pater und Merkel. Und ich selber, ich weiß gar nicht genau, was, aber ich hatte dann 3000 oder später 4000 oder noch ein bisschen mehr Euro jedenfalls. Weit mehr als all die Leute, in deren Schicksal ich rumvorwerkte. Was ist, und jetzt eine Beförderung jeweils, die macht grob gerechnet ungefähr 10% aus. Also brutto waren das mal von R1 nach R2, vielleicht wissen es irgendwelche Kolleginnen oder Kollegen, aber rum und um 500 Mark nach Steuern bleiben 300 übrig. Also rum und 10%. Jetzt kann ich mich doch fragen, wie viel auf diese 10% mehr zu verzichten. Und in dem Moment, wo man sich das klar macht, ist Bedürfnislosigkeit ganz einfach. Man ist noch immer nicht bedürfnislos. Es reicht schon, einfach keine Zusatzbedürfnisse zu generieren. Und dann ist man plötzlich der freieste Mensch unter der Sonne. Denn dann greifen all die, gut, es bleiben Sachzwänge, auf die können wir zurückkommen. Aber zunächst mal das Thema Karriere ist damit erstmal weg. Ich bleibe trotzdem noch mal kurz bei der Karriere. Ja, alles kann man unterstreichen, aber es kann eben auch sein, dass wirklich nicht alle Richter so denken wie du. Und es und auch ein ganzer Teil der anderen Menschen möchte ja vielleicht doch Karriere machen. Unser System ist leistungsorientiert. Und ich möchte einfach mal ein paar Sätze aus deinem Buch zitieren, weil du bist da schon ein bisschen radikal. Du sagst: Das System sollte keine Möglichkeiten geben, nach beruflichem Fortkommen zu streben. Und der Staat muss Bedingungen schaffen, unter denen der Richterberuf nicht mehr Moral erfordert als andere Berufe. Und es reicht nicht, wenn wir den Hierarchien widerstehen, sondern sie gehören abgeschafft. Jetzt frage ich, wie schafft man die Hierarchien ab? Das, was du gesagt hast gerade, war wunderbar, das ist für den Eis, aber wie? Das System soll die Hierarchien abschaffen. Das Abschaffen ist eine Frage von Machtverhältnissen und das insofern schwierig, weil auch die politischen Parteien, die gelegentlich sich mal für Veränderungen aussprechen, das grundsätzlich nur dann tun, wenn sie in der Opposition sind, und sollte es ihnen widerfahren, dass sie an die Macht gelangen, dann ist erstmal vieles anderes wichtiger als die Einlösung der Versprechen betreffend Justizreform. Das haben wir also in vielen Bundesländern so erlebt. Muss man das Thema auf zwei Ebenen, auf der eben der Realitätsebene und auf der gedanklichen, der grundsätzlichen Ebene diskutieren. Von der Realität hier gibt es System, Versatzstücke in verschiedenen Staaten, die sehr brauchbar sind. Zum Beispiel in Italien, da ist in Spanien hat man im Prinzip durchgehend Richterämter, die dann mit Lebensalter werden die etwas angepasst, denn irgendwo ab einem gewissen oder ab einer gewissen Zahl von Dienstjahren hat dann in Italien einer die Idoneità, die Eignung für irgendwelche höheren Stufen, und dann irgendwann später kommt eine weitere Eignungsstufe dazu, die Leute automatisch durch Alterung hineinwachsen. Es gibt da so ein paar Korrekturmechanismen, wenn einer absolut untüchtig ist und, aber im Prinzip gibt es was. Dann gibt es in Spanien etwa ein System, da werden Führungspositionen nur auf Zeit besetzt, 5 Jahre, und dann gehen die wieder zurück. Ich habe das selber 1985 damals miterlebt, war ich in Spanien, habe mit den Leuten diskutiert und weiß noch genau, wie also mein Freund Antonio Doñate in Barcelona wurde Landgerichtspräsident und Candido Conde in Segovia wurde Landgerichtspräsident.
sind. Und 5 Jahre später war Candido Conde in Segovia noch immer Landgerichtspräsident und in Barcelona Antonio Doniate war es nicht mehr. Da tauchte auf Margarita Robles, die hatten sie gewählt. Das war so ein Junge, ach, die sah aus wie eine Konfirmandin mit ihren strammen Waden und war wohl tüchtig und wurde als dazu Landgerichtspräsidentin gewählt. Und 5 Jahre später war sie auch wieder weg. Sie war dann später Staatssekretärin, sie war wohl wirklich tüchtig. Aber es gibt, wir haben doch früher an den Unis, Dekan war man für ein paar Jahre, dann trat man zurück, war wieder Professor. Magnifizenz, Rektor war man für ein paar Jahre, dann trat man wieder zurück und war Professor. So was geht bei der Justiz auch. Man muss es nur wollen. Bei den Anwälten auch, oder? Ja, Anwälte machen ja keine Laufbahnkarriere. Anwälte können allenfalls wirtschaftlich Erfolg haben. Das wissen wir, da gibt es ja in der Zwischenzeit, hat sich ja da einiges zusammengeballt an wirtschaftlichen Erfolg bei den Anwälten. Insbesondere wer im Bereich Bankenrecht, wer im Bereich Wirtschaftsrecht tätig ist, da sammelt sich einiges. Da gibt es in der Zwischenzeit ja auch Eingangsgehälter, weil wir jetzt auch vom Geld gesprochen haben. Da gibt es Eingangsgehälter, die für einen Neueintretenden, also der das zweite Staatsexamen gemacht hat, der bekommt da in der Zwischenzeit deutlich mehr, wie er in der Richtertätigkeit erhalten kann. Und der kann in seiner Lebensplanungskarriere, wenn er bereit ist, seine 12 bis 14 Stunden am Tag zu arbeiten, aber das muss ja bei Richtern nicht unbedingt sehr viel weniger sein, jedenfalls an manchen Stellen, kann man dann sicher auch mal nachmittags Tennis spielen, aber solange man noch in der Karrierephase ist, hat man da auch sehr viel zu tun. Aber ich weiß das inzwischen von Referendaren, die ich ausbilde, die sich dann eben Gedanken machen, soll ich nicht eher eine solche, zumindest mal für einige Jahre, eine solche Karriere anstreben. Und das sind eben sechsstellige Eingangsgehälter, sind als Jahreseinkommen ist das möglich. Und das wird in der Zwischenzeit, ich glaube, da ist die Justiz ja auch schon in erheblicher Konkurrenz mit diesen Anwaltskanzleien. Meine gehört leider nicht dazu, aber die Wirtschaftskanzleien schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu weit führt, aber jetzt. Ich kann ja reinschreien, oder geht das auch über die Steuerungsanlage vielleicht? Hallo? Okay. Also, wir haben ja jetzt die Richter- und die Rechtsanwaltsperspektive gehört, aber zum Justizsystem gehört ja auch die Staatsanwaltschaft. Ich weiß nicht, ob das den Abend und das Thema jetzt sprengt, aber ich gehöre zu der Gruppe, die sich mit der St. Anna di Stazema-Initiative sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und da war es ja vor allen Dingen die Staatsanwaltschaft, die verhindert hat, dass es überhaupt erst zur Eröffnung eines Verfahrens gekommen ist. Das würde mich mal interessieren, ob es da keinerlei Möglichkeit von Seiten der Richterschaft gibt, in so ein Verfahren irgendeiner Form einzugreifen und den Staatsanwälten zum Beispiel auf die Finger zu klopfen. Weil die vielleicht denken, das ist ein Edeka-Fall, habe ich mir sagen lassen, das heißt Ende der Karriere. Und das scheint ja doch eine wichtige Rolle zu spielen, vielleicht bei Staatsanwälten noch mehr als anderswo. Also die Frage nochmal, können Richter in irgendeiner Form auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen oder auf die Dauer, ich glaube, ich brauche niemanden mehr zu sagen, um wen es geht und wie lange das dann gedauert hat, was mich da interessieren würde. Also, danke. Es gibt keine Situation, in der die Richter die Dienstvorgesetzten der Staatsanwälte wären. Was es lediglich gibt, ist das Klageerzwingungsverfahren, wenn eine Staatsanwaltschaft sich weigert, eine Anklage zu erheben und die Leute, die befugt sind, die Anzeige zu erstatten, also sei es Verletzte eines Verfahrens oder hier jetzt eben Hinterbliebene in St. Anna di Stazema, die können im Rahmen des Klageerzwingungsverfahrens einen Antrag beim Oberlandesgericht stellen, was hier auch geschehen ist, das dann seinerseits anweisen kann, die Staatsanwaltschaft möge weiter ermitteln. Damit ist aber aus. Weiteres gibt es nicht. Es gibt nicht irgendein
Oberrichter, der immer durch die Staatsanwaltschaften guckt, habt ihr da noch eine Akte, die ein bisschen liegen geblieben ist? Nichts derartiges gibt es. Die Initiative liegt im Prinzip bei der Staatsanwaltschaft, mit Ausnahme der Fälle, wo dann eben die Anzeigerstatter selber befugt sind. Wenn ich hier was fragen darf. Es gibt ja einen Minister, der hat nicht nur die Pflicht, Richter einzustellen und zu befördern, sondern der hat auch auf die Staatsanwaltschaft einen gewissen Einfluss. Nicht in der Sache, aber wenn eine Staatsanwaltschaft selbst befangen ist in einem Verfahren, wenn eine Staatsanwaltschaft einen schwierigen Fall über 10 Jahre heraus verzögert hat, dann kann doch der Justizminister sagen, das teile ich der Staatsanwaltschaft Heilbronn zu oder der Staatsanwaltschaft Ulm. Das Recht hat er. Er kann nicht die Staatsanwaltschaft anweisen, etwas zu tun. Aber er kann sagen, diese Staatsanwaltschaft, die jedenfalls macht nichts oder rührt sich nicht und das weise ich einer anderen zu. Oder ist das falsch? Wir hatten ja den Staatsanwalt Häusler. Nehmen wir an, wir hätten einen Justizminister irgendwann gehabt, dem die Sachen am Herzen gelegen wären, der aus politischen, ethischen, moralischen, übergeordneten Gründen sich gesagt hätte, das kann doch nicht sein, muss nicht mal Skandal sein, das kann doch nicht sein, dass diese Sachen hier vor sich hin stauben und der biologischen Lösung, der biologischen Amnestie zugeführt werden. So ein Justizminister mit verschiedenen Möglichkeiten, der könnte ganz schlicht mal bei der Staatsanwaltschaft einen Bericht anfordern, also Berichtspflichten gibt es, oder einfach freundlich anfragen, wie ist der Stand der Dinge. Und wenn dann der Oberstaatsanwalt an den Abteilungsleiter verwiesen und der sagt, wir haben zu wenig Leute, dann könnte der Minister sagen, ja, bräuchtet ihr vielleicht mehr Leute? Und wenn dann die Staatsanwaltschaft sagt, ha, das wäre uns schon eine Hilfe, dann kann er dafür sorgen, sei es im Rahmen seiner Kompetenz, schlimmstenfalls, indem man sich an Landtag wendet und sagt, wir brauchen ein paar zusätzliche Richterstellen, wir riskieren die größte Blamage, indem uns diese Verfahren hier wegsterben. Und das ist eine, die personelle Ausstattung. Und dann könnte er natürlich gegebenenfalls, also er könnte etwa sagen, ja, mich dünkt die Staatsanwaltschaft Stuttgart, ist überlastet, überfordert mit Leuten, dann, ohne jetzt gleich durchzuweisen, könnte er mit der Generalstaatsanwaltschaft sich zusammensetzen. Er könnte sich sogar mit dem Leiter der örtlichen Staatsanwaltschaft zusammensetzen und mit denen zusammen überlegen, welche Staatsanwaltschaft im Lande wäre jetzt am besten geeignet und personell vielleicht in der Lage, dieses Ding zu machen. Und dann könnte er im Wege der ihm zustehenden Verweisungsbefugnis dieses Verfahren sagen, das geht nach Ulm, wo sie vor Jahrzehnten ja mal erfolgreich ihre Einsatzgruppenprozesse hatten, oder geht nach Heilbronn oder geht nach Tübingen oder sonst wohin. Das könnte er durch, nur gerade ein Wort noch dazu, was die Weisungs angeht. Gesetzlich ist es so, das ist die Behördenhierarchie ist ein Weisungsstrang. Das von dem Weisungsrecht nur zurückhaltend Gebrauch gemacht wird, das hat einen guten Sinn. Es gibt auch eine hochqualifizierte internationale Diskussion darüber, ob die Staatsanwaltschaft selbstständig sein soll oder Organ der Exekutive. Für beides gibt es gute Gründe. Alle diese ganzen Diskussionen sind aber liefern keinerlei Argument, dass es rechtfertigen könnte, wie es hier bei uns im Lande gelaufen ist. Das heißt, momentan verzweifeln wir ja ein bisschen an der Realität, an der politischen Realität, an der allgemeinen Resignation. Ich meine jetzt nicht angesichts der aktuellen Ereignisse, sondern überhaupt im Lande, was man daran sieht, dass wie wenig Leute jetzt noch zur Wahl gehen, dass das manchmal bei Kommunalwahlen 25-28% sind. Das heißt, dass im alten Bürgertum, im progressiven Bürgertum sich eine große Resignation breit macht. Ich rede jetzt von den bildungsfernen, sogenannten als bildungsfern diffamierten Leuten gar nicht. Diese Resignation trifft natürlich auch voll auf die Justiz zu. Korrespondiert mit dem, was wir an Erfahrungen immer machen. Wolfgang Kowal, der in Dresden, in Chemnitz, also Karl-Marx-Stadt,
irgendwie eine höhere Position hat als Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts, aber jetzt in Rente. Hat mir mal in seinem Dienstzimmer einen Stoß Akten gezeigt, der war 1,5 Meter hoch. Alles Prozesse von armen, kleinen Leuten, die ihr Geld nicht gekriegt haben, die hinten und vorne beschissen und betrogen worden sind. Und er hat mir gesagt, dass er maximal in einem Jahr maximal 20 oder 30 Zentimeter dieses Aktenberges abarbeiten kann. Wenn er irgendwo unten angekommen ist, hat sich gezeigt, dass die meisten der Firmen, um die es da geht, also Kläger von unten nach oben, dass die meisten der Firmen gar nicht mehr existieren. Sie ausgewandert sind in die Ukraine oder sonst wo, es keine Chance mehr ist, an das Geld zu kommen oder geschweige denn ans Recht zu kommen. Und das ist ja jetzt eine Rechtsfrage, die uns alle angeht. Das heißt, wenn wir jetzt in dieser Gesellschaft agieren, irgendwo gegen Staat, gegen Obrigkeit, gegen Entscheidungen, die uns nicht passen, sei es auch ganz einfache Polizeieinsätze, ich meine jetzt nicht Schlossgarten, sondern im Alltag auch, ne? Da sind wir von vornherein bereits so weit demotiviert, weil wir die Erfahrung gemacht haben oder das Wissen haben, dass wir hier nicht weiterkommen, dass wir hier sozusagen auflaufen. Das heißt, ein ganz wesentliches Merkmal des demokratischen Staates, des Selbstbewusstseins, geht doch hier verloren, dem wird der Boden entzogen. Und das sehe ich als ein ganz großes Problem. Denn wo kommen wir denn hin, wenn jemand dem Unrecht widerfahren ist, subjektiv oder objektiv ist jetzt eine ganz andere Frage, das mag ja das Gericht dann klären, aber wo kommen wir denn hin, wenn jemand, der glaubt, ihm sei Unrecht widerfahren, wenn der sich nicht mehr in der Lage sieht oder dann vornherein sagt, ich traue dieser Justiz nicht, ich lasse es einfach auf sich bewenden. Und es gibt ja hier auch in unserem Bereich wirklich Dutzende von Fällen, wo das der Fall ist, wo die Leute sagen, ich klage nicht, jetzt gar nicht mal aus Gründen der Mittel oder der Finanzen. Und das ist eigentlich, das korreliert ja mit dem, was ich meine, mit dieser allgemeinen Demokratiemüdigkeit oder mit dieser Abstinenz, dem Engagement gegenüber, dem, was wir und wo wir uns einsetzen sollten, wo wir eigentlich auf die Barrikaden gehen sollten, dass da ein Stückchen weit der Boden auch entzogen wird. Und in dieser Situation nicht mutlos zu werden, ist ja schon eigentlich ein Kunststück. Deswegen freuen wir uns natürlich immer über kleinere oder größere Erfolge. Und wenn wir dann mal die Richterschaft oder wen auch immer sozusagen etwas vorführen können, sage ich jetzt mal so in unserem Sinne, gibt es da auch einen gewissen Spaß dabei. Du hast ja den Richter, glaube ich, zum Lachen gebracht. Bitte? Du hast den Richter Nagel zum Lachen gebracht, ja. Habe ich gelesen. Aber ich habe sie zum Kabarett eingeladen, aber ziemlich das Land auch, aber das hat nicht geklappt. Ja, genau. Christoph Roland, ist denn diese Resignation, so wie Peter das jetzt schildert, ist es denn gerechtfertigt? Ist unser Rechtssystem wirklich so, dass man sagt, oh, hat eh keinen Sinn mehr, dass ich da überhaupt versuche? Ist es so? Nein. Also, jetzt will ich für den Optimismus gegenüber der Justiz hier eine Lanze brechen. Bei allem, was wir hier kritisieren an Schwächen in der Justiz, Man muss, und jetzt bin ich wieder mal als Verteidiger tätig, im Prinzip muss man die Justiz verteidigen. Es gibt zwar, ich schildere Ihnen mal ein Beispiel, ich habe jüngst, es ging um einen Drogenabhängigen, der sein Geld als Dealer verdient hat. Und der hatte sein Lieferant hat ihm schlechte Ware geliefert und die haben die Auseinandersetzung dann so gemacht, also sie haben das mit den Fäusten geklärt und der hat sich seine Ware wieder geholt. Natürlich war das eine Anklage wegen Raubes gewesen und der hatte sogar noch seine Schuhe eingesetzt, also wegen eines Raubes mit Waffe. Wir haben es da mit Freiheitsstrafen von mehreren Jahren zu tun. Ich habe ja dann als Verteidiger, wenn ich so auf der Anklagebank sitze und da werden die Geschichten der Zeugen erzählt und man schaut sich dann die Richterschaft an, da denke ich manchmal, jetzt soziologisch gesehen, da sitzt die obere Mittelschicht, sitzt hier auf der Richterbank und die sitzt über die Unterschicht zu Gericht. Die hat das Wertesystem der oberen Mittelschicht und versucht jetzt die Unterschicht, die diesen Konflikt in dem Fall, mein Mandant war subjektiv der Meinung,
Also wenn er mich reinlegt, dann kann ich dem mal eine mitgeben und dann hole ich mir auch meine Ware wieder zurück. Aber die sitzen da zu Gericht. Jetzt ist meine Aufgabe da als Verteidiger eben mal das gewisse Unrechtsbewusstsein hier klarzumachen, dass in diesem Wertesystem der oberen Mittelschicht das eben nicht toleriert wird. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass die Richter der letzten Jahre, die jüngeren Richter, die nachkommen, die scheinen nicht mehr so stark in ihrem Herkunftsdenken verkrampft, verbissen zu sein, sondern da erlebe ich doch immer wieder, dass die offener sind, sie sind Teil dieser Gesellschaft und sie haben sich in den letzten 30, 40 Jahren, haben sich die jungen Juristen, die haben sich eben auch, die haben aus ihrem Studium, ich habe es vorhin kritisiert, wir lernen da immer nur das Falllösen, aber sie sind doch Teil dieser Gesellschaft. Also von daher hat sich schon etwas getan, wenn ich noch an meine ersten Strafrechtsfälle der 80er Jahre denke, wenn ich das mit heute vergleiche. Da kann man ganz anders agieren mit den Richtern. Also, wenn man jetzt sagt, wie kann man mit Hilfe der Justiz die Gesellschaft verändern? Nee, das mit Sicherheit nicht. Die Justiz hat per se etwas Konservatives, etwas Bewahrendes an sich, weil sie ja Teil dieses Systems ist. Aber die Menschen, die in dieser Justiz tätig sind, die da agieren, die sehe ich bei allen Fehlern im Alltag. Ich mache lieber meine Routine, ich mache meine Arbeit, ich organisiere sie so, dass ich noch zum Tennis spielen kann. Aber abgesehen von diesen Fehlern sehe ich es trotzdem positiv. Ich bin einfach ein Verteidiger. Wir haben hinten eine Worte. Herr Roland Kugel hat völlig recht. Meine Antwort gilt mehr an Peter Grohmann, der neben ihm sitzt. Das ist völlig richtig, an die Justiz allerhöchste Anforderungen zu stellen. Das ist völlig richtig und man muss auch die Justiz immer wieder kritisieren. Ich war Anwalt mein Leben lang, ich war bestimmt 100 Mal zur Verhandlung bei Christoph. Wir kennen uns alle gut. Aber ich will mal darauf hinweisen, dass es nicht viele Länder auf dem Globus gibt, die eine Justiz unserer Qualität haben. Auf Anhieb fällt mir kein einziges ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Österreich ist, die Schweiz, Holland vielleicht, Skandinavien weiß ich nicht, bin da aber eher skeptisch, aber sonst werdet ihr nirgends auf der Welt ein System finden, das so sorgfältig arbeitet, dass, ob ich sagen, gerecht, weiß ich nicht, aber Prozessdauer, ihr habt vorhin angesprochen, wie lange das dauert, abarbeiten, was der Horvath aus Chemnitz erzählt hat, das stimmt alles, sonst soll nicht sein. Aber in anderen Ländern um uns herum, in Italien, in Spanien, im ganzen Ostblock, da ist das alles ganz normal und die schauen auf uns als großes Vorbild. Das nur mal, um das im richtigen Rahmen zu setzen. Aber die Ukraine ist ja jetzt kein gutes Beispiel. Da vorne Mikro? Ja, kommt. Direkt erreden. Das ist ja ganz kurz mich melden, weil ich ganz nachhalten, sonst hört man nichts. Denke, ja. Also ich war eine ganze Weile Schöffin. Es liegt aber auch ein bisschen zurück, insofern weiß ich nicht, wie aktuell das ist. Wenn ich jetzt sage, dass ich habe etliche Richter erlebt, die wirklich in ihrem Fach mir sehr unprofessionell vorkamen, tatsächlich. Also die unprofessionell. Weil das ging schon morgens los mit einer Präjudizierung. Also beim Eintritt, den Fall heute, den haben wir gleich in einer halben Stunde. Und dann haben wir den Sachverhalt, die Schöffen wissen ja nicht vorher, um was es geht, mitgeteilt bekommen. Und das war zum Teil wirklich hanebüchen. Und ich habe dann sofort angefangen, also Abwehrkräfte zu entwickeln. Und das gab mir auch eine miese, schwierige Stimmung, weil man da sehr unterlegen ist als Schöffin, obwohl man ja ähnlich wertig auch mitsprechen kann. Und da habe ich auch ein paar Situationen erlebt. Also im Jugendgericht wurden plötzlich Steuerhinterziehungsprozesse, weil die Wirtschaftsstelle das nicht geschafft hat,
wurden die übergelegt. Und dann hat ein Richter einen Steuerhinterziehungsprozess, der mit wirklich, also nicht so viel wie Hoeneß, aber schon eine Menge hinterzogen hatte. Und er wusste überhaupt nicht, wie er mit diesem Verfahren umgehen soll. Ich habe dann abends mit meinem Mann, der Geschäftsmann war, gesprochen, und er hat mir ein paar Fragen mit auf den Weg gegeben. Die habe ich mitgenommen am nächsten Tag, und mit denen hat dann der Richter weitergearbeitet, und damit er überhaupt mal an Aussagen kommt in dem Prozess. Ja, und so gab es also eigentlich, ich möchte das nicht einzeln aufnehmen, aber es war nicht so einfach, und die Richter haben tatsächlich für meine Begriffe schon eine starke Ausstrahlung, dass ich bin ein Karrierewesen und ihr seid die Erfüllungsgehilfen oder Mitmacher. Also die, alleine der Stil in den Verhandlungssituationen. Nur eine kurze Erwiderung auf Rainer Kraner. Das ist vielleicht ein Kompliment für uns, wenn es rundum in der Welt schlimmer ist. Aber, und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, unsere Justiz als Ganze ist ja nur vom Übel. Ich war ja 32 Jahre da drin und habe mich da engagiert und auch identifiziert. Aber wichtig ist doch immer wieder, uns klar zu machen, was eigentlich unser Maßstab ist. Und nicht nur sein sollte, sondern ist. Und das ist halt der Rechtsstaat. Und wenn die Maxime des Rechtsstaats, den wir uns verpflichtet fühlen, in den Ländern um uns rum da niederliegen, mit Füßen getreten werden oder sonst was, oder keine Realität erreichen, dann kann das eigentlich nur bedeuten, wir, die wir uns Rechtsstaat nennen, dürfen alle das, was man denen zu Recht vorwirft, uns nicht, gar nicht als berechtigten Vorwurf gegen uns zulassen, und dann bleibt nichts übrig, muss ich dich nie von überzeugen, aber als dann doch eigentlich Perfektion anzustreben. Menschenfreundlichkeit, Gründlichkeit und Zügigkeit auch, aber dann kann eben nicht aufgrund, denkt Howald, das passiert denn, es sei denn, es gibt eine bessere Personalausstattung für die Justiz, da liegt die Verantwortung dafür dann aber wieder bei den Justizministern und bei den Landesparlamenten, die die Richterstellen bewilligen. Im Prinzip glaube ich schon, es hat illustrativen Wert zu sehen, wie schlimm es rund um uns auf der Welt ist, aber die Ansprüche, die wir an uns selber stellen, können wir da halt in keiner Weise dran messen. Das Mikro ist hier. Ich schaue nicht runter auf andere Länder und deren juristisches System. Ich schaue einfach 40 Jahre zurück. Und wenn ich jungen Menschen sage, was damals in Deutschland noch geurteilt und gerichtet wurde, dann sagen die mir, das kann gar nicht sein. Wenn ich an das Kupplungsverbot denke, da durfte ja niemand in der Familie als seiner Freundin schlafen in dem Haus. Wenn ich denke, Kuppelei. Das war ein Freudscher. Oder wenn ich denke an das Scheidungsrecht, wenn ich denke an den Paragraph 175, an den Paragraph 218, es hat sich in den 40 Jahren seitdem ungeheuer viel geändert. Auch der Gesetzgeber, der ja auch ein bisschen beteiligt ist am Rechtssystem, auch der Gesetzgeber hat ungeheuer viel geändert. Wenn ich denke an die Möglichkeit, einen privaten Konkurs zu machen, das gab es doch früher gar nicht, da war man für sein Leben lang draußen. Das heißt, auch der Gesetzgeber hat sich verändert und hat die Veränderung in der Gesellschaft wahrgenommen. Und deswegen wehre ich mich dagegen zu sagen, dieses System ist völlig unbeweglich. Es ist es nicht. Es hat sich verändert und es wird sich Gott sei Dank auch weiter verändern. Dank uns. Jetzt Dank uns. Ganz viele Worte mit. Hast du keine Antwort? Der Klaus, hier. Hans macht das jetzt. Hans Christ macht den Abteilung. Und hier waren auch zwei. Ne? Ich frage mich die ganze Zeit schon, dieser Abend heißt Justiz von unten. Und ich bin keine Juristin und ich wüsste gerne, was ich als ganz normales Volk tun könnte, dass dieser Rechtsstaat nicht mehr und mehr abgebaut wird. Ein Maßstab ist die Verfassung. Und ich stelle fest, dass ein Artikel nach dem anderen abgebaut wird, missachtet wird
und ich weiß, ich kann von unten nichts dagegen tun. Ich erlebe auch als Demonstrantin seit 6 Jahren gegen Stuttgart 21, dass wir juristisch vollkommen ohnmächtig sind. Und ich würde gerne über diese Dinge reden. Ich bin empört, dass hier so etwas wie ein NSU gibt. Ich weiß, sie sind verstrickt mit dem Verfassungsschutz. Ich weiß, der Verfassungsschutz ist verstrickt mit dem NSA. Seit 2 Jahren hat Snowden ausgepackt. Hier passiert gar nichts. Null. Und wir hatten einen NSU-Ausschuss im Bundestag, wo Herr Elati ziemlich viel rausgekriegt hat. Sehr viel rausgekriegt hat. Der wird irgendwie beiseite geschoben, dass man ihm unterstellt, er habe was weiß ich was. Und so läuft doch bei uns die Justiz, Herr Conradi. Es geht nicht um den Gesetzgeber, es geht nicht um die Gesetze, die wir haben, sondern es geht um die Justiz, wie sie damit umgeht. Und in der Weimarer Republik und heute ist sie auf dem rechten Auge und sonst wo überall blind. Richtig. Gleich die Antwort. Klaus, wolltest du zuerst? Sollte Klaus mal gleich? Ja. Okay. Es ist doch so, dass die Justiz sich nur in Zeiten ändert zum gewünschten, hier heute Abend gewünschten, wo im Volk etwas läuft, wo im Volk Bewegung ist, die politisch fortschrittlich in unserem Sinne vorangeht, die, sagen wir mal, die 68er oder die Kämpfer gegen die Atomkraftwerke Gorleben und woanders oder jetzt S21, das sind Bewegungen, wo überhaupt die Justiz mit ihren Eigenschaften verstärkt beachtet wird und sich zeigt, wie sie ist. Und deshalb habe ich auch keine Hoffnung auf durchgreifende Änderung des Systems, wenn in der Politik keine Volksbewegungen einen Druck ausüben auf die staatlichen Einrichtungen. Und zum Glück hat jemand vorhin die Staatsanwaltschaften ins Gespräch gebracht. Keine Regierung in unserem Land hat so wenig auf die Staatsanwaltschaft eingewirkt mit ihren gesetzlichen Erlaubnissen und Möglichkeiten, die man als Justizminister hat, als diese Regierung, die wir jetzt haben. Wenn man der Sache nachgeht, wie vergangene Justizminister mit der Staatsanwaltschaft umgegangen sind, das wäre auch mal ein Buch wert, das zu schildern. Ich denke jetzt mal an die Spendenverfahren, wie da alles vertuscht wurde und versucht wurde, keine öffentlichen Verfahren zu machen. Es hat nur 2 oder 3 öffentliche Spendenverfahren hier in unserem Land gegeben, weil die Spender, die sich politisch durchsetzen wollten, große Leute, Merkel und Eberfächer und so, ihre Ansicht durchsetzen wollen. Sonst wäre alles im Geheimen abgelaufen hier. Und die Berichtspflichten, die die Staatsanwälte haben, haben die Justizminister in der Vergangenheit oder ihr gehobenes Personal, die oberen Ministerialleute, die die Minister sich zugelegt haben, immer extrem ausgenutzt, um Einfluss auf die Staatsanwaltschaft zu nehmen. Es gibt wohl keinen Minister in unserem Land, Justizminister, der so wenig die Möglichkeiten, die er hat, mit der Justiz umzugehen, wie der Minister, den wir jetzt haben. Denn Herr Preußler konnte nur das tun und lassen, was er getan und gelassen hat, weil sein Vorgesetzter, der Generalstaatsanwaltschaft, das gebilligt und die Meinungen von ihm verteidigt und ihn hat zum Zuge kommen lassen. Das ist ja kein Geheimnis, das stand ja auch in den Zeitungen, das wusste jeder. Nun war es so, zum Glück lief die Lebensarbeitszeit von dem Oberstaatsanwalt, von dem Generalstaatsanwalt ab. Aber was hat unser Minister gemacht?
statt ihn gehen zu lassen, hat er seine Dienstzeit verlängert. Und entsprechend hat er auch sonst in der Personalpolitik Sachen gemacht, die man sich ganz anders von einem SPD-Justizminister erhoffen sollte. Und so könnte man noch manches andere sagen. Die Richter kriegen doch nur das, was die Staatsanwaltschaft ihnen auf den Tisch legt. Das ist eine ganz große Begrenzung der Rolle der Justiz. Und die Exekutive sorgt dafür, dass bestimmte Leute gar nicht auf die Richtertische kommen. Und da gibt es aber eben die politischen Möglichkeiten, die die Justizminister mit ihrem Weisungsrecht an die Staatsanwaltschaft hätten. Und da kommt es eben darauf an, in was für einer Art die Landesregierung und der Justizminister im Verein natürlich auch mit dem Innenminister, wie die ihre Politik auffassen. Und da sieht es nicht erfreulich aus in diesem Lande. Und man wird sagen, wenn die Wahl jetzt kommt, egal welche der beiden Regierungsparteien dann der CDU zu ihrer Wiederregierung verhelfen wird, die sind ja im dauernden Wettlauf, wer von ihnen weiter ja, danke schön. Sein wird. Und die Rolle der Justiz wird dadurch jedenfalls nicht besser werden. Dankeschön. Wir haben jetzt noch. Wir haben jetzt noch 5 oder 6 Wortmeldungen. Mein Vorschlag wäre, wir sammeln einfach und machen dann hier am Tisch eine Schlussrunde, denn es ist 21 Uhr. Also jetzt noch diese Wortmeldung und dann eine Schlussrunde. Hans Christ macht es auf dieser Seite, ich gebe das Mikro auf dieser Seite weiter. Also von meiner Seite erstmal ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob ich das eben richtig verstanden habe, aber also ich finde, von den Gesetzen sind alle gleich. Und zu sagen, naja, der ist so aus der Unterschicht und der nimmt es da nicht so ganz richtig mit dem Gesetz und wenn der dann halt seine Drohung und so weiter, also das ist so ein bisschen wie die Idee des Tieres, was das Gesetz nicht kennt und deswegen außerhalb des Gesetzes steht. Da muss man, glaube ich, extrem vorsichtig sein. Aber das ist komisch. Und das andere ist, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zu unterscheiden zwischen dem Rechtswesen als einer Institution, die nicht, also die kann nicht absolut gerecht sein, und dem, was das Politische ist, was sozusagen dann politisch wird, wenn es sagt, innerhalb dieser Institution des Rechtswesens ist etwas ungerecht, was ich anfechte. Und das Dritte ist Korruption. Und da ist das Politische auch nochmal wichtig, zu sagen, diese Elemente, die wir haben an Demokratie, an Recht und so weiter, werden korrumpiert. Und da ist auch wiederum das Politische gefragt. Das nur als Kommentar. Wir machen jetzt dort und dann. Sorry. Wir machen das Schlussrunde. Ja, ich möchte mich angesichts der Zeit ganz kurz fassen. Es ist so, dass die Justiz nicht dann gut ist, wenn sie die Ergebnisse bringt, die die Beteiligten von ihr erwarten. Das kann es irgendwie nicht sein. Das wäre ein bisschen falsches Verständnis. Ich denke, ich würde gerne ein bisschen auf etwas Systematisches wiederkommen. Wir haben vorher gehört, ja, die Richter, die verstehen ja gar nichts von den Sachen, die sie da entscheiden. Das ist aus meiner Sicht systemisch bedingt. Das ist ja gerade der Witz. Ich komme aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo ich permanent über Dinge zu entscheiden hatte, von denen ich nichts verstehe, wenn ich das so sagen darf. Ob das eine großtechnische Anlage ist, ob das eine Demonstration ist, ein Polizeieinsatz. Ich muss davon nichts verstehen, sondern ich muss versuchen, den Sachverhalt so aufzubereiten, dass ich damit mit dem Recht umgehen kann. Das heißt, für mich wäre keine bessere Justiz die nur die Fachleute hat, die alles kennen, indem sie überall schon tätig waren, die Ingenieure, die selber über Baugenehmigungen entscheiden und so weiter. Und das wollte ich nur klarstellen, das hielt ich nicht für das Gute. Das andere ist natürlich die Frage, wie weit kann ich mich tatsächlich hineinarbeiten? Und ich möchte, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich gern sagen möchte, was Christoph Strecker vorher angesprochen hat, ist eine Forderung der NRV seit ihrem Beginn, die leider eben auch von dieser Landesregierung, als sie begonnen hat, überhaupt nicht aufgegriffen worden ist. Das ist dieses System. Wir wollen gerne eine nicht-hierarchische Justiz, in der Führungspositionen auf Zeit vergeben werden und in der die Beförderung nicht, also Beförderung sprich die Verwendung auf höheren Ämtern, nicht mit finanzieller Beförderung verbunden ist, sondern
finanzielle Beförderung, allenfalls durch Alter, Familienstand, sonst was erfolgt. Das ist eine Grundforderung, die leider in unserem Land, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, von keiner politischen Partei bisher ernsthaft aufgegriffen worden ist. Da scheint mir ein Problem zu sein, und das wäre mein Abschluss. Wir haben einen Gesetzgeber, unser Souverän, die Bestie, ist der Gesetzgeber. Wir haben ein repräsentatives System, und dieser Gesetzgeber hat sich bislang durch die politischen Mehrheiten, die wir haben, nicht dazu verstanden, eine wirklich autorisierte oder eine Justiz zu schaffen, die nicht auf Autoritäten und auf Hierarchien beruht. Das haben wir leider nicht, das hätten wir gerne, ich hätte das gerne gehabt, aber ich denke, wir können jetzt von der Justiz auch nicht zu viel erwarten, so wie sie jetzt gerade da ist. Dankeschön. Ist da gut? Okay. Vielen Dank. Gut. Ja, wir haben ja drei. Ist das Mikro an? Okay. Nach oben, oder? Eigentlich ja, aber eigentlich dann tauschen wir. Petra, setz dich mal hin, ich schaffe das schon. Also ich bin durch das, gerade durch die Worte von Ihnen da auch ein bisschen schnell und überfahren worden, kann man kaum folgen. Ich fühle mich selber als Opfer der Justiz hier, als S21-Demonstrant. Normalerweise nach einer Revisionsbegründung, die gut war, meines Erachtens, durch von Laien gemacht als Rechtsbeistand und mir. Und ich wollte da weitergehen bis zum Bundesgerichtshof. Das kostet, Entschuldigung, das darf ich Ihre Aufmerksamkeit, Herr Richter, das kostet. Und somit bin ich vor dieser Justiz nicht mehr gleich. Hier gibt es keine gleiche Justiz. Ich bin dermaßen enttäuscht. Ich fühle mich in eine Ecke gedrängt, wo es gefährlich wird, dass man, und ich sage das hier, dass man sich dann Gedanken macht, bist du ein Freund dieses Staates oder was bist du dann? Ich spreche es nicht aus, okay? Weil auch hier sitzt der Verfassungsschutz bei solchen Sachen, bei solchen hochrangigen oder ex-hochrangigen Leuten. Hier geht es um wichtige Sachen. Und ich fühle mich vor dem Gericht, vor den Gerichten hier nicht mehr gleich, weil ich kann gar nicht bis zur Endstufe gehen, weil ich gehöre zum Prekariat, ich kann mir das nicht leisten. So einfach sieht es aus. Also ist die Justiz hier nicht mehr gleich. Danke fürs Zuhören. Ich war vorige Woche bei dem Vortrag vom Herrn. Das war gut. Das war ein heißes Fall. Sie müssen zu. Yes. Ich war vorigen Montag bei dem Vortrag vom Herrn Gressny. Der hat die Firma oder leitende Mitarbeiter der Firma Heckler & Koch vor 5 Jahren angezeigt. Die Sache hat 5 Jahre bei der Staatsanwaltschaft gelegen. Und da bin ich der Meinung, kann man nicht mehr von einem Staat sprechen, der zügig oder von der Staatsanwaltschaft zügig die Sache bearbeitet. Und da geht es ja nicht um kleine Sachen, sondern da geht es um Lieferungen nach Mexiko von Waffen. Das macht mich einfach richtig wütend, wenn ich sowas höre, wie da die Staatsanwaltschaft in eigener Sache das verschleppen kann. Lieber Christoph, du hast uns ja viel von der Innenansicht der Richter erzählt. Für alle, die neugierig sind, wie das läuft, war das hochinteressant. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Aspekt und der kann uns vielleicht etwas ermuntern und ist der: Wie steht es denn mit der Sensibilität des Justizapparats, vor allem in den oberen Rängen, gegenüber der Öffentlichkeit? Und wenn ein Vorsitzender Richter Präsident werden will oder ein Präsident Minister werden will, dann spielt es schon eine Rolle, der Apparat, den er führt, in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal ganz
ja, gut ankommt oder nicht. Und da ist unsere Chance, und das ist auch die Chance der Demokratie, über die Öffentlichkeit Druck zu erzeugen. Und diese Sensibilität, die kommt doch noch zu dem, was du innen geschildert hast, ganz maßgeblich hinzu. Und wir erleben das doch auch, wenn auch nicht in dem Maße, wie wir es gerne hätten. Also da ist schon etwas Hoffnung und auch etwas Ermutigung an uns alle. Da müssen wir weiter Druck machen und diese Entscheidungen eben und diesen ganzen Prozess, der nicht genügend trainiert wird oder nur intern abläuft, nacharbeiten und kritisieren. Das Zweite, was ich noch einbringen wollte, ist auch aufgrund einer persönlichen Erfahrung in der Familie, vor allem im Familienrechtsbereich, die Neigung der Richter, Dinge, die irgendwie schwierig sind, Gutachtern zu überlassen. Und die Frage, wie werden die ausgewählt, wie sind sie qualifiziert, insbesondere im Bereich der Familiengerichtsbarkeit. Da war für mich bei der Lektüre vor allem deines ersten Kapitels hochinteressant, wie du geschildert hast, dass sich der Richter bemüht, aus den Vorträgen der Parteien herauszuschälen, was ist das Beste für die Kinder, denn der Streit um die Kinder setzt ja die Getrennten, den Kampf von früheren Ehepartnern gegeneinander auch auf finanzieller Basis fort. Die Frage, wie ist das mit, was ist für die Kinder das Beste? Und was ich erlebt habe, durch Starnberg, bayerischer Bereich, die Neigung, die Meinungsfindung, die Empfehlung, Gutachtern zu überlassen, die überhaupt nicht qualifiziert sind. Da gibt es auch, das ist auch durch die Presse gegangen, in mehrfachem Umfang, diese Vereinigung GWG, die sich gegenseitig die Gutachten zuschanzen. Und da sieht man auch wieder die Frage der Öffentlichkeit. Es gibt viele Richter, meines Erachtens, die sich scheuen, sich einzuarbeiten in die Fakten, die keineswegs so kompliziert sind, dass man nicht das aus dem Vortrag der Parteien herausfiltern könnte, wenn man die denn fordert. Man sagt, hier, da müsst ihr noch was tun, sonst verstehe ich es nicht. Und wer es nicht verstehe, ist nicht bewiesen und dann fällt ihr hinten runter. Und da ist das auch eine Frage der Politik, wie kann man da mehr Druck machen? Also da sind wir, deshalb. Ich hoffe, ich kriege das so ein bisschen weg von der Schiene der juristischen Diskussion über Grundsätze der Rechtsfindung. Da müssen wir Druck machen. Und das kann man auch. Danke. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung, Hans? Eine, die letzte. Und da kommt ihr. Guten Abend. Ich wollte mich erstmal bedanken, dass Sie da sind. Ich finde auch Ihre Beiträge sehr gut und was mir vor allem jetzt nochmal zum Denken gegeben hat und mir Hoffnung gemacht hat, ist, dass es offensichtlich Bestrebungen, zumindest innerhalb auch der Richterschaft, gibt, anders zu denken, überhaupt richtig zu denken und auch dieses hierarchische System also eigentlich abzuschaffen. Das finde ich das einzig Ermutigende an der ganzen Sache, denn das bisherige System, und das wissen wir Stuttgarter, alle, wenn wir ehrlich sind. Die Entscheidungen des Amtsgerichts Stuttgart sind in keiner Weise so, dass da gründlich gearbeitet würde und alle Sachen abgewogen würden. Es ist nicht so, zumindest nicht bei politischen Prozessen, und das ist ein Fakt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass darauf noch mehr hingewiesen wird und vielleicht, wenn das hierarchische System irgendwann mal abgeschafft würde, hätten wir eine Chance, weil so haben wir keine. Und der Herr hat auch recht, wir werden mit dem Geld unseres Rechtes beraubt. Weil Rechtshilfe kommt hin oder her, muss ich mal sagen. Fürs Verwaltungsgerichtsverfahren muss man schon 300 sowieso viel vorlegen. Auch wenn nur irgendein abstruser Widerspruchsbescheid kommt, der also jedem Laien, also sogar und so weiter und so fort. Ja. Und also wir haben zig Fälle, wo eine Revision mit einer lächerlichen Begründung auch nicht durchkommt und wir eben nicht das Geld haben, zum Bundesverfassungs- oder wohin man immer gehen muss, weiterzugehen. Ja. Das sind Fakten und das erschüttert das Vertrauen in den Rechtsstaat. Okay? Dankeschön. Das war jetzt eine Fülle von Fragen, Anregungen.
werden auch sehr nachdenklich machen. Und ich denke, wenn wir ausführlich drüber reden wollten, dann wäre das jetzt nochmal eine gute Stunde. Das tun wir nicht, weil es ist jetzt schon 21.15 Uhr. Ich bitte jetzt einfach mal euch kurz zu einigen Fragen, Anregungen, ein Schlusswort zu sagen. Und wir können ja nachher auch noch ein bisschen zusammenbleiben. Wir müssen nicht sofort hier in BKV räumen. Ne? Also, mir geht es ein bisschen so, wenn ich die Lage der Dinge betrachte und dann kritisch bin, dass das sehr oft in die Richtung geht, als sei ich resigniert. Wollte in die Runde auch sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich denke, die Situation, in der wir leben, ist unglaublich schwer. Die ist auch viel schwerer als die 68er Jahre. Und wenn man diesen Zeitenwandel anguckt, es ist zwar richtig, dass vor 40 Jahren sozusagen anders gerichtet wurde, aber das, was sich verändert hat, hat sich aufgrund von unserem Widerstand verändert. Und das, was jetzt künftig noch verändern wird, hängt auch davon ab, inwieweit wir in der Lage sind, diesen Widerstand zu formieren. An diejenigen, die ein bisschen früh aufgeben wollen, möchten, sich sagen, ihr solltet uns, an uns Älteren ein Beispiel nehmen. An erster Linie an solchen Leuten wie dem Klaus Bär, der mir schon, als ich noch 18 war, in Ravensburg bei den Falken, Mut gemacht hat, sozusagen gegen diese oberschwäbische Mafia auf die Barrikaden zu gehen. Und man ist dann eben 70 Jahre dabei. Ja, ein Aspekt, der hier angesprochen wurde, den wir noch nicht aufgenommen haben, ist halt die Frage, Rechtsprechung ist im Namen des Volkes und es gibt in der Strafjustiz, gibt es ja die Schöffen, wir haben in der Arbeitsgerichtsbarkeit haben wir Laienrichter und wir haben sie in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, jedenfalls dann, wenn eine Kammer mal tagt. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, beim Verwaltungsgericht eine Kammer erlebt, die dann auch noch mit zwei ehrenamtlichen Richtern gearbeitet hat. Da hat man dieses System, im Namen des Volkes Recht zu sprechen, praktisch abgeschafft, geschuldet der Arbeitsbelastung, weil das heute nicht mehr in Kammersitzungen verhandelt wird, sondern in der Regel in Einzelrichtersitzungen. Und da ist kein Schöffe oder beim Verwaltungsgericht ist der ehrenamtliche Richter gefragt. Da wird also auf den Sachverstand der Laienrichter wird da verzichtet. Ich finde das bedauerlich und ich finde, wir sollten das da, wo wir es noch haben, nämlich in der Strafjustiz, da müssen wir das verteidigen. Du hast jetzt geschildert, die Negativbeispiele geschildert, die aber dennoch sicher den Richter, die Richterin gezwungen haben, nochmal drüber nachzudenken. Ich muss aus meiner, wenn ich noch eine kleine Geschichte erzählen darf, dass die zwei Schöffen beim Amtsgericht oder beim Landgericht bei der kleinen Strafkammer sitzt, ein Berufsrichter, eine Berufsrichterin und zwei Schöffen, die haben aber die gleiche Stimme wie der Berufsrichter. Ich habe es nur einmal in meiner Laufbahn erlebt, dass die beiden den Berufsrichter überstimmt haben. Woher weiß ich das? Weil der am Tag davor mit mir verhandelt hat, es war eine mehrtägige Verhandlung, und der hat gesagt, stellen Sie morgen einen Antrag, dass Ihr Mandant aus der Haft entlassen wird, wir werden morgen den Haftbefehl aufheben. Ich mache das, die gehen in die Beratung zurück und kommen nach 10 Minuten nicht, nach 20 Minuten nicht, die kommen nach einer Stunde und der Richter sagt mit rotem Kopf, der Antrag wird abgelehnt. Da haben sich also die beiden Schöffen haben sich gegen diesen Berufsrichter durchgesetzt. Um jetzt, wenn wir nach Hause gehen, auch noch was mit guter Stimmung nach Hause zu gehen. Wenn. Also, wenn wir das wollen. Also was zur Erbauung. Was ich meine, wenn wir nach Hause gehen. Wenn wir nach Hause gehen. Ich will euch noch was zur Erbauung sagen. Also ich halte es für ganz wichtig, diese Laienbeteiligung an der Rechtsprechung. Sie ist gar nicht einfach, weil es muss sich der Laie, die beiden Schöffe, die juristische Laien sind, die müssen sich da unter Umständen sogar mal mit dem Berufsrichter verstreiten und müssen sich gegen ihn durchsetzen. Natürlich wird er in der Regel mit dem Argument, das, was Sie wollen, das geht doch gar nicht. Das ist ja gegen das Recht und deswegen können wir es nicht machen. Und dann strecken die meisten Schöffen dann ihre Fahnen.
Aber an die Runde gerichtet, Schöffe kann jeder werden. Bewerben Sie sich am Rathaus, legen Sie immer mit Schöffen Wahllisten aus. Auf alle fünf. Weiß ich, wird niemand mehr Schöffe. Ja, vielleicht sind gerade Ihre Erfahrungen auch wichtig. Aber ich wollte ja nur was noch für den Abend, für den angenehm gestimmten Nachhauseweg sagen. Es gibt hier die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Nutzen Sie auch diese Möglichkeit. Mich als Verteidiger, ich warte immer auf solche Schöffen. Ich versuche auch, die bewusst anzureden, weil ich weiß, wie der Richter denkt. Ich weiß auch schon, wie er juristisch agieren wird bei den Schöffen. Da habe ich die Möglichkeit, mit anderen Argumenten möglicherweise zu punkten. Also beteiligen Sie sich an dieser Rechtsprechung im Namen des Volkes. Ich weiß, das war jetzt alles sehr idealistisch, was ich gesagt habe, aber wir wollen es ja versöhnlich zu Ende bringen. Zunächst möchte ich nochmal auf den ersten Beitrag dieser Schlussmelderunde eingehen. Wir haben hier einen, der sich an der Justiz abgearbeitet und immer nur einen auf die Nase gekriegt hat. Seine Revision schließlich ist abgewiesen worden. Hier sehen wir einfach nur hilflose Wut gegenüber diesem System. Das ist genau das, was ich gut kenne. Das war die Motivation, die mich in den Laden reingetrieben hat. Ich war halt in der glücklichen Lage, nun Juristerei studiert zu haben und als Anwalt den Kontakt zu nehmen und in der glücklichen Lage, ein Examen zu haben, das mir ermöglichte, beim Staat dann auch anzukommen. Aber genau diese hilflose Wut, die mich jetzt gelegentlich wieder erwischt, wenn ich so im Rahmen der Stuttgart 21 Geschichten sehe, wie machtlos man gelegentlich und wie machtlos viele von uns sind gegenüber Entwicklungen, die einfach nur abenteuerlich sind und vor Argument überhaupt nicht zählen. Also das nur einfach, Sie fühlen sich wahrscheinlich, ob Ihnen und was für Unrecht Ihnen dann nun angetan worden ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben es dann die Richter versäumt, das zu tun, was unbedingt nötig ist, denjenigen, der bei Ihnen seinen Prozess verliert, mit umgangssprachlicher Begründung davon zu überzeugen, warum das seine Ordnung hat. Dann kann man doch immer verschiedener Meinung sein. Das müssen wir in der Demokratie aushalten, müssen wir auch im Rechtsstaat aushalten. Aber die Schuld zumindest, diese Bringschuld hat die Justiz. Im Übrigen kann ich zu Ihrem Fall natürlich nichts sagen, nur Sie versichern, diese hilflose Wut, die ist mir sehr vertraut. Dann kurz zu Uwe Dreis. Du hast zwei Aspekte von Druck erzeugen, also auf die die Justiz vielleicht reagieren könne, genannt. Das eine ist sozusagen der öffentliche Druck, die öffentliche Empörung. Immer. Ich bin immer dafür. Ne? Sowieso. Das andere aber ist das, was du ja auch, was nur so anklang, und das ist, was ich eingangs schon sagte. Egon Barr sagte, Wandel durch Annäherung. Nun ist zwar die Justiz, unsere Justiz, die Justiz dieses Volkes und nicht jenseits eines Eisernen Vorhangs, aber mental ist da eben oft eine Wand dazwischen. Und die Justiz nimmt sich oft, wenn ich dann denke, an der Front ist ein ganz, der Richter an der Front ist ein ganz, ganz, weiß ich jetzt, ich bin 13 Jahre in Rente, aber zu meinen Lebzeiten war das durchaus ein üblicher Begriff, an der Front wird das so und so wahrgenommen. Ne? Und insofern haben wir das schon gesehen. Und da gilt dann schon mein Petitum, sich ranmachen an die Leute, wo ihr einen Richter und eine Staatsanwältin zu fassen kriegt. Nehmt euch die vor und versucht, sie in Begründungszwänge zu bringen. Sie sollen euch erläutern, warum etwas in Ordnung ist. Gut, dann, was hatte ich noch? Ja. Das kann ich vielleicht nochmal zurück zur Unabhängigkeit, auch wenn das etwas unbequem ist. Die Unabhängigkeit beginnt im Kopf. Und zwar im Kopf jedes einzelnen Richters und jeder einzelnen Richterin. Man kann natürlich irgendwo in meinem Dingen da, na, fing ich so an.
Man kann natürlich sich einrichten in einem Leben ohne Denken. Das geht von Hartmut von Hentig, stammt die schöne Formulierung, die Flucht aus dem Denken ins Wissen. Das kann man tatsächlich, man kann im Wissen anschließend das Nichtdenken verbergen. Das geht, da fällt man nicht mal auf, da fällt man weniger auf, als wenn man denkt. Aber mein Petitum ist, wir haben alle die Möglichkeit, und für mich gehört das zur Menschenwürde dazu, dass wir von der Fähigkeit des eigenen Verstandes immer wieder Gebrauch machen. Muss ich jetzt nicht Kant zitieren, das wissen wir auch alle selber. Schließlich, meine letzte Bemerkung bezieht sich nicht auf die Diskussionsbeiträge von hier, sondern ist ein Dank an Hans Christ und auch nochmal, dass wir das hier so durchführen durften, und nochmal eine Bezugnahme auf die Geschichte Die Bestie und das Biest, die Bestie und der Souverän, oder die Bestie oder der Souverän, war mir ja gekommen. Als Hans Christ anbot, dass irgendwo die Veranstaltung mit dem Thema der Ausstellung zu verzahnen, habe ich ein bisschen angefangen, mich reinzulesen. Das Ganze beruht auf einem Seminar von Jacques Derrida. Die Materialien, ein dickes Buch, kostet 65 Euro, die hatte ich keine Lust auszutun und auch keine Lust dazu. Das knüpft aber an einer alten Fabel von La Fontaine, aus dem alten Rom, die ich so kurz, dass ich sie erzählen kann. An einem Bach steht ein Wolf und ein Lamm. Das Wasser fließt, ein Wolf steht oben und das Wasser fließt nach unten an dem Lamm vorbei. Und dann fängt der Wolf an, das Lamm zu beschimpfen. Du machst mir das Wasser dreckig, sagt das Lamm. Geht doch gar nicht, das Wasser kommt doch von dir zu mir runter, sagt er. Du hast mich vor einem Jahr beschimpft, sagt das Lamm, kann nicht sein, ich bin noch gar kein Jahr alt. Dann war es dein Bruder, ich habe gar keinen Bruder, aber fressen tue ich dich trotzdem. Und dann hat der das halt trotzdem gefressen. Das ist die Fabel von Aesop über La Fontaine, begeistert sich jetzt durch das Seminar von Derrida. Und warum erzähle ich uns die Geschichte? Die Irrelevanz von Argumenten gegenüber der Macht. Das Problem haben wir natürlich immer wieder und erleiden wir bis weit oberhalb der Schmerzgrenze im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Das geht, und ich fühle mich oft an meine Anwaltszeit 1968 erinnern. Die Ohnmacht. Die Irrelevanz von Argumenten gegenüber der Macht. Das ist eine Gegebenheit. Und jetzt aber trotzdem ist es der Mühe wert, zu gucken, was, und das wäre sozusagen also für das Thema und auch im Grunde für uns alle eine weitere Denkaufgabe, unter was für Bedingungen ist es möglich, Argumente abzuwürgen, und das geht so, dann sind wir im Thema Meinungsfreiheit drin, und unter was für Bedingungen ist es aber doch auch möglich, mit Argumenten Macht ins Wanken zu bringen. Damit möchte ich aufhören und Dankeschön für die Gelegenheit, hier über mein schönes Büchlein zu erzählen. Ja. Ich möchte mich dem Dank von Christoph Strecker anschließen. Dank an Iris Dressler und Hans Griss, dass sie wieder mal ihr Haus geöffnet haben. Ja, sowieso. Ja, sowieso diesen württembergischen Kunstverein so öffnen und so viele Aktivitäten machen, so gut in unsere Stadt reinwirken. Herzlichen Dank. Dank an die Anstifter, die auch, das war ja eine Kooperationsveranstaltung mit euch, die einen Büchertisch auch hingerichtet haben, wo natürlich selbstverständlich dieses Buch ausliegt, das man käuflich erwerben kann, aber auch noch signiert werden kann. Es liegen da weitere Bücher, unter anderem das Buch von Roland Kunkler, der Filterpartner wird das sicher auch signieren. Es liegt dort Hefte betrifft Justiz, die können so mitgenommen werden. Da sind sicher noch weitere interessante Aufsätze drin. Peter sagte mir gerade, da steht auch ein Kessle. Wer mag und kann, etwas hineingeben möchte,
der Eintritt ist heute frei und soll auch weiter für solche Veranstaltungen frei sein. Ja, er jammert schon. Meine Empfehlung noch, besuchen Sie auch die Ausstellung. Sie ist sehenswert. Und jetzt bleibt nur noch mein Dank hier natürlich an die Mitdiskutanten und an Sie. Alle Achtung, das war lebhafte jetzt doch 2 Stunden. Mir hat es Spaß gemacht. Kommen Sie gut nach Hause, aber ich möchte mit einem Satz schließen. Christoph sagte gerade, Kant muss ich ja hier gar nicht wissen, alle. Ich möchte doch mit Kant schließen, weil es gibt so ein, wenn Sie dieses Buch lesen, kommen Sie um Kant gar nicht drum herum. Es gibt nämlich so einen Satz, das heißt, Strecker und Kant Hand in Hand. Also er zitierte sehr viel und ich möchte einfach mit dem Kantschen Satz der Aufklärung schließen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Vielen Dank. Guten Abend und jetzt können wir noch ein bisschen zusammenkommen. Schönen Dank an Petra für die Moderation.